Der gestrandete Tod, ein Phänomen, über das Wissenschaftler seit vielen tausend Jahren hitzig debattieren. Wir sind dem Durchbruch ganz nah und werden heute unsere Forschungsergebnisse mit euch teilen. Werden wir? Ich habe doch gar keine Hausaufgaben gemacht, Nils. Ich habe mir das nicht angelesen. Du hast nicht gesagt, dass wir das heute... Das ist nicht schlimm, denn ich bin... Womöglich die größte Koryphäe auf dem Gebiet der Strandologie. Und ich weiß zum Beispiel, dass wir immer noch eine thermonukleare Wasserstoffbombe aus Granit. Auf dem Rücken. Auf dem Rücken tragen. Ich trage sie auf dem Rücken. Im Moment habe ich hier die Karte, wundert euch nicht. Die kommt gleich. Ja, Simon, guck mal, wie schön ich das mache. Eine Route. Und das ist so schön zu sehen, wie sie langsam groß wird. Und sich eine Route bauen. Ich dachte, es geht ohne. Aber da habe ich die Rechnung ohne die Karte gemacht. Ja. Ey! Jetzt sind die anderen wieder weg. Ich habe alles falsch gemacht. Wie kann ich denn eine Route einzeichnen? Ach so, du musst gedrückt halten. Okay. Also du gehst am besten mal auf Sam. Ich verstehe. Sam so, und dann Bridges. Lass ich gedrückt. Gedrückt und zieh halten. Das Ding. Yes. And und wenn ich dann loslasse? Ja, einmal kurz loslassen und dann wieder drücken. Ah, ich habe das ja, muss man dazu sagen, jetzt verstehe ich es, ja. Ja. Habe ich ja so noch nie gespielt. Ich habe ja immer zugeguckt bei dir. Ja. Und wir wurden immer belächelt, weil wir nie eine Route geplant haben am Anfang. Und es ist schon irgendwie sinnvoller, muss ich zugeben. Es ist nicht unbedingt 200 IQ-Gaming, hier einfach nur straight Vogelperspektive, Vogelroute zu machen. Hier, jetzt habe ich es wieder gelöscht, ne? Nee. Nee, nee. So. So, Luftperspektive, genau. Da haben wir es. Ja, das ist doch super. Einfach der Reihe nach. Einfach den Markierungen. Ihr Sam, Port the Bridges. Ja, und denk dran, Vorsicht, du hast eine Bombe auf dem Rücken, ne? Auf jeden Fall die Hände ans Pad. Ich wollte nur einen Kaffee trinken. Ja. Aber es ist nichts passiert scheinbar. Der soll halt auch einfach aufhören, da so rumzurutschen. Halt mal schön die Gurte fest. Ja, halt dich mal fest. Ich halte ja links und L und R hat die ganze Zeit Geduld. Das machst du richtig gut. Ja, und das ist sehr wichtig, dass wir diese Bombe da abliefern. Wir wollen sie ja zu diesem Biologen bringen. Der möchte damit die Sedimentschichten aufsprengen, um Einsicht zu erhalten in die Vergangenheit. Nee. Der Dennis stellt sich raus, der gestrandete Tod. Offensichtlich war er schon mal da bei den Dinosauriern. Für die Wissenschaft, aber auch nur für die mache ich das mal. Also diese Pfade, ich weiß, wir benutzen sie sehr spät, aber die sind ja richtig toll eigentlich. Hat gar nicht so lange gedauert, wie ich gedacht habe. Ja. Diese Karte schreckt so enorm ab. Ja, weil die Dimension. Die Dimension, 1 Million Symbole, Legende, solltest du eigentlich direkt ausschalten, einfach mal, dass man nichts sieht. Außer den wichtigen Sachen. Stampf. Und auch hier hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir da hochkommen, aber kein Problem für den Mann. Ja, der hat ja auch sein geiles Skelett an. Stimmt. Oh, Vorsicht, Bibi ist böse. Ja, ich. Ich sehe es leider nicht, wo es ausschlägt. Gar nicht im Moment, okay. Aber da kommt gleich was. Ja, ist möglich. Ist der Kaffee noch sehr heiß? Nee, es war okay. Ist nicht verbrennend heiß. Das ist ja das Gute an günstigem heißen Kaffee, dass du dir alles verbrennst und dann auch nicht mehr schmeckst, ob der gut oder schlecht ist. Ja. Dass du mal, die machen das schon richtig. Also. Wie schön. Siehst du meinen Weg, ne? Der Pfad, er ist vorgeschrieben. Vielleicht will ich das gar nicht. Vielleicht will ich woanders lang. No. Achtung, ich gehe hier rechts lang. Ich lass mir nämlich selbst von mir nichts vorschreiben. Aber ist das jetzt nicht nur ein Weg? Das weiß ich, nein, ist einfach anders gegangen. Also, um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht. Aber guck doch mal, da läufst du da um die Ecke, dann ist das gleich alles okay. Schnitt, Klippe. Wenn du den Weg erschaffen hast, dann bist du ja quasi sein Vater. Finde ich gut. Jedes GPS müsste zu Luke, ich bin dein Vater, sagen. Ja. Das gefällt mir. Das sind die Art von Gags, für die Leute herkommen. Ich weiß. Die Bürde lastet schwer auf dir. Dafür laufe ich aber auch, wie ein ganz großer hier. Mit 7. Ach ja, das finde ich gut. Wenn man sich eine Landkarte tätowieren lässt, ist das dann ein Vatermal? Jetzt willst du zu viel. Ich weiß. Aber der Weg ist zu langweilig. Was gibt's noch mit Vater? Was gibt's noch?
Vater Morgana kannst du noch machen. Vater Morgana. Vater Tag. Nennt man einen Weg, den man sieht, obwohl er nicht da ist. Ja, der war gut, Simon. Hat mir gut gefallen. Was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab einfach nur wie ein Thesaurus, der einfach nur andere Wörter mit Vater ausgespuckt. Das ist, wenn du mal einen Chip hast, dann wirst du unerträglich, weil dann ständig irgendwelche Suchprogramme laufen. Kombination aus unterschiedlichen Dingen. Ja, ich werde mir den nächsten Chip einpflanzen lassen. Ach, du wirst, glaube ich, nee, du wirst das nicht machen. Du bist dafür zu bedacht. Das machen Leute wie ich, machen sowas. Das machen so verrückte Leute, die sich auch irgendwie die Zunge spalten lassen, damit sie aussehen wie ein Leguan und so. Also ich würde mir, also wenn, würde ich sie mir wahrscheinlich nicht wegen der Leguan-Sache spalten lassen, einfach nur, weiß ich nicht. Weil ich halt cool sein will, oder? Warum macht man das denn? Ich habe keine Ahnung. Ey, vielleicht fühlt es sich gut an. Ich habe immer gehört, das wäre so für gewisse Praktiken ganz gut. Und du kannst halt dann beide Enden unabhängig voneinander bewegen. Du hast deine Zunge im Grunde verdoppelt. Also du hast zwei Zungen das vorne. Das geht dann, aber ich finde es trotzdem, mich schüttelt das regelrecht. Ja, das ist widerlich, ne? Also niemand, der das sagt, ich weiß, ganz viele machen das jetzt gerade zu Hause. Und jetzt, du kennst das, ne? Wenn die dann die Lappen übereinander legen. Ja. Das machen die, irgendwann macht ihr das nur noch so aus Gewohnheit. Wenn die Lappen aufeinander legen, was machst du heute? Ach, ich lege die Lappen aufeinander. Und dann haben die auch so kleine Handschuhe an den Zungenspitzen. Und die dann so Boxkämpfe machen oder so. Ey, bitte, derjenige, der das macht, ist mein, also irgendwie macht er mal so kleine Handschuhe dran, macht mir irgendwas damit, Drums oder Klatschen, das, ihr kommt groß raus. So, oh, siehst du, da habe ich nämlich L und R vergessen. Ah, das waren die letzten Meter noch. Ja, er wäre beinahe wieder runtergefallen. Fast hat er es geschafft, und dann explodierte die thermonukleare Wasserstoffbombe aus Atomenergie und Uranium-4 in einer nie dagewesenen Explosion. Aber ich finde, das haben wir doch immerhin anständig erledigt. Und jetzt kommt wieder ein bisschen Story. Yes, bitte. Also ich hoffe, nee. Danke, Sam. Diese Bombe habe ich gebraucht, denn ich bin ein irrer Killer. Das war alles nur Geschichte von wegen Geologe. Ich weiß nicht mal, was Steine sind. Aber ich weiß, was Hass ist. Ich habe einfach eine Bombe bestellt. Denn ihr habt mir damals in der Schule meinen Bleistift zerstört. Jetzt zerstöre ich die Welt. Ah. Ich dachte schon gerade, das geht nicht, aber es ging ja. Das war schön. Einfach mal die so Bombe denkt da. So einer. Besten Dank, mein Freund. Dank dir können wir die Grabung endlich fortsetzen. Ich schwöre dir, dieser Ort ist selbst ohne Erstickungsangst schon schlimm genug. Aber hey, wieso mache ich mir Sorgen? Wenn du so gefährliche Fracht schleppst, wirst du wissen, was du tust. Also einfach mal irgendeinem Typ. Einfach mal irgendeinem Typ so eine Bombe gebracht. Eine Antimateriebombe. Ich bin Paläontologe. Wozu brauchen Sie diese Bombe? Ich bin Paläontologe. Sagen Sie nichts mehr, hier ist Ihre Bombe. Ich schlepp die jetzt nicht wieder zurück. Sie nehmen die jetzt. Ja, und dann, dann will der ja nicht mal raus. Hat Angst vor draußen, aber Bombe haben. Was? Macht das alles unterirdisch? Hat er quasi untertunnelt und da will der dann die Bombe zünden? In seiner eigenen Tunnelwelt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich glaube, dass er in irgendeinem Krater, irgendwie, ja, in irgendeinem. Ja, ne? In einem Ergibt Abendstätte. Keinen Sinn. Hast du auch gemerkt. Aber er muss natürlich raus. Ne? No. Ich glaube, der geht da nicht raus. Ich habe noch nie jemanden. Das ist übrigens. Nur ein B. Ich finde es ein kleiner Nachteil. Also selbst Journey hat das ja geschafft, dass man einmal mindestens so jemanden trifft, der wirklich einfach unterwegs ist. Du kannst so lange das chirale Netzwerk. Ich bin nicht der Einzige, der hier rumlatscht. Das glaube ich einfach nicht. Ja, ey, vielleicht ist das alles nur ein Traum. Am Ende, it was all a dream. Ich bin wirklich gespannt, wie es ausgeht. 4-0. Für Kojima. Wieso weint er denn jetzt schon wieder? Ja, das ist, glaube ich, einfach eine. Das ist nur eine Körperreaktion, ist nicht emotional. Das ist schön dicken dieser, Fladen. Was ist mit diesem einen Puzzlestück, was da fehlt? Das macht mich auch wahnsinnig. Hallo? Sauerstoffmaske. Oh nein. Die brauche ich doch sicherlich, um irgendwo hier weiterzukommen, könnte ich mir vorstellen. Das wird wahrscheinlich jetzt das nächste sein. Oh, was wir vergessen haben, dir zu sagen, ist, der komplette Westen der USA ist verseucht. Muss ich dich um etwas bitten, Sam Bridges. Ein lokaler Bote sollte etwas sehr Wertvolles herbringen. Er hat es aber unterwegs verloren. Es handelt sich um einen 200 Millionen Jahre alten Ammoniten, der ihm zufolge noch lebendig aussieht.
Er ist wohl in einem zuvor unter einem Gletscher verborgenen Geröllfeld über ihn gestolpert. Aber es kommt noch besser. Laut seiner Aussage verfügt dieser Ammonit über eine Nabelschnur. Eine Nabelschnur? Ich bin zwar eher skeptisch, aber das Exemplar muss untersucht werden. Und das überlasse ich keinem Amateur. Nee. Also habe ich ihn gebeten, ihn einfach in der kompletten Gesteinshülle zu mir zu bringen. Natürlich wollte ich den Ammoniten mit Gleichaltrigen aus der Gegend vergleichen. Deshalb ließ ich ihn mehrere davon ausgraben, zusätzlich zu dem, von dem er mir erzählt hatte. Aber was macht dieser Vollpfosten? Er verliert die ganze Lieferung. Er war noch nicht mal so pfiffig, den Behälter zu kennzeichnen, der den Ammoniten mit der Nabelschnur enthält. Das jetzt 5 die Fracht soll im Gebiet südwestlich von hier verloren gegangen sein. Dort bilden sich häufig giftige Gase. Und dann behauptet der Typ noch, sein Frachtscanner sei kaputt und er könne die Lieferung nicht bergen. Aber du kannst... Dieselben Probleme wie wir, ne? Ja, sie waren nicht da, aber ich bin noch da. Ja, nee. Unser Mann hat geklingelt. Dieses Fossil könnte eine Epoche... Halt's Maul, Hartmann, ey. Es gibt zwar lebend gebärende Fische, aber ein Ammonit mit Nabelschnur ist gänzlich unbekannt. Und ist er tatsächlich 200 Millionen Jahre alt, fällt das mit dem Aussterben an der Trias-Jura-Grenze zusammen. Das ist ein weiteres von den großen 5. Könnte die Nabelschnur mit dem Strand verbunden sein? Wir müssen diese Fracht um jeden Preis bergen. Sie könnte unser Verständnis der Mechanismen des gestrandeten Todes deutlich verbessern. Wir sind so nah dran, so unglaublich nah dran, die wahre Natur des Phänomens zu erfassen. Beeilung, Sam. Dieser Ammonit darf nicht verloren gehen. Mein Gott, ist ja... Eben wusste ich noch nicht mal davon. Jetzt tun sie, als wäre das das Wichtigste auf der fucking Welt. Ihr seid mir welche, ey. Er ist sowieso immer noch 3 Minuten am Stück bei Bewusstsein. Also Südwesten, 20. Irgendwo hier. Da, was ist das rotbombige? Nee, was ist anders? Walk sind diese Gegner, oder? Die will ich nicht. Oh, mein Schild. Schutz, weiß man natürlich nicht, ne, wo das jetzt sein könnte. Ja, mal, wenn du mal ein bisschen rauszoomst. Ja, also. Es muss ja, also es ist ja zum Glück, kann ja nur, warte mal, Süden und dann Westen. Also kann es ja nur irgendwo hier sein. Natürlich nicht so einfach. Machen wir mal so eine Markierung. Was ist das? Achso, hast du den Auftrag angenommen? Und da, ich gehe gleich nochmal, hin. Bin mir nicht ganz sicher. Wenn du ihn nicht angenommen hast, dann wird er natürlich auch nicht angezeigt. Krass, ja. Die waren so positiv, dass ich dachte, okay, ich mach's ja. Dabei habe ich die Wahl. Jetzt brauche ich die Sauerstoffmaske. Ausdauerverbrauch. Giftige Gase, Bock. Mhm. Da sind wir. Wir wissen genau. Alles gut. Ja. Ich weiß, wie eine Maske. Also, ich weiß, wir müssen. Das wusstet ihr damals noch nicht, natürlich. Aber wir wissen mittlerweile, wie Masken funktionieren. Ich weiß noch nicht, wie ich sie benutze. Ich nehme mal. Soll ich noch mal eine mitnehmen? Ach, das sind 2, ja, das reicht auch. So, kann ich die nicht aufsetzen? Ja, warte, da. Maske aufsetzen, genau. Das ist doch schick. Sieht doch gut aus. Ja, aber ist das die Maske, der Helm? Ah, okay. Weil man gerade nicht sieht, da hat er jetzt unter dem Helm noch eine Maske. Okay, da haben wir doch alles. Was? Gedrückt halten musst du dann immer noch, ne? Entschuldigung, ich habe das noch nie gemacht. Einmal Maske. Also, Maske aufsetzen, ich drücke bestätigen. Ja, und jetzt gedrückt halten, ne? Gleich. Ernsthaft? Warte mal. Also ich drücke jetzt. Ist das jetzt die zweite, die du hast? Genau, das ist jetzt die zweite. Mach mal einen Anzug befestigen. So, und jetzt, genau. Jetzt. Ja, okay, jetzt geht's. Nee, und jetzt nochmal unten bestätigen mit X gedrückt halten. Okay. Weiß auch nicht, was da gerade war. Ich glaube, der hat der eine mal abgesetzt, die andere genommen, aufgesetzt, aber irgendwie so. Jetzt hat er sie ja immer noch nicht auf. Ah, endlich. Das ist ganz cool, das haben wir noch gar nicht so richtig gesehen. Cool, nur nochmal an hier. Sieht echt ganz nice aus. Ja. Okay. Sam Porter Bridges. Jetzt gucken wir nochmal schnell auf der Karte. Ah ja, es muss ja dann hier sein, okay. Moment, alle entfernen. Und dann eine einzeichnen. Aber die muss ich so. Ach, ich muss die immer. Auf Sam. Ich dachte, das eine automatisch zu Sam geht immer. Nee. Da lang. Gut. Alle auf links, naja. Schon wieder so viel dabei. Kann ich
ich das alles mitnehmen? Brauchst du nicht, nee. Nee, oder? Das ist riesengroß und mega schwer. Nur zum Bauen einfach. Ja. Aber da kann man doch eigentlich mit den Legierungen, könnte ich ja doch diese ganzen Sachen mal bauen. Ja. Klar, dafür braucht man halt diese Metalle und so, ne? Das ist halt so, ich glaube, wenn man das in Ruhe zu Hause spielt, so, dann plant man auch irgendwie mal so, okay, jetzt baue ich jetzt das, baue ich hier und so. Und das ist halt irgendwie diese Geduld hat man irgendwie gar nicht, wenn man das hier so on air spielt, ne? Da snackt er sich die Kryptobioten. Ach, Moment, da kann ich doch hinpinkeln, oder? Oder wie war das? Wie kann ich denn nochmal pinkeln? Das muss ich ja auch mal langsam machen. Nee. In eine der Pfeile. Okay, Moment. Digital rechts, da ist es. Bibi machen. Pinkelt er? Nee. Stell dir mal vor, er pinkelt und dann fängt es an zu regnen. Und dann ist. Ey, ich weiß sein, nicht. Sein Penis ist dann 80 Jahre alt. Aber nur sein Penis. Geht nie wieder nach oben. Für immer, er schrumpelt zusammen und stirbt langsam. Kriegt einen Buckel, kriegt so einen kleinen Fernseher, kriegt so Abendessen mit Alu. Schafft Haare. Ich will nicht mehr. Ey, warte mal ganz kurz, jetzt hier Spiel. Wie kann ich jetzt bitte pinkeln? Weil ich mach digital. So, wird vorbereitet. Urinieren, warum muss ich es auch immer lesen? Ich will doch nicht lesen. Nein, nicht, wenn Leute zuschauen. Dieses ja, aber jetzt guckt doch keiner zu. Du willst den einfach auspacken und alle schauen, wie du. Ach du. Ja, dann fallen. Gut. Alter, der geht mir aber schon mit seiner Pikiertheit ein bisschen. Wo ist meine. Entschuldigung, alle kriegen jetzt schon einen Ausraster, ich weiß, aber. Wo ist denn mein Weg? Ja, geh mal auf die Karte. Habe ich mir den gerade wieder weggenommen? Da ist er. Da müssen wir nach links. Nee, ganz weit. Ach, da bin ich. Verdreht, ja. Das ist ja krass. Das ist ja direkt hier. Das ist ja aber nur hier. In der Schlucht. Ja, ich war ein bisschen doof. Tut mir leid. Jetzt weiß ich es wieder. Gase, ich habe ja den Kram. So, rein mal schnell. In die Schlucht. Ich halte mit L und R auch schön mein Gurt. Das scheint ja zu reichen, oder? Irgendwie. Das machst du gut. Ich bin begeistert. Ich bin definitiv keine KI. Hier spricht. Gute Laune KI. Ein Mensch. Das erinnert mich an die Subreddit Definitely Not Robots, wo alle dann immer so reden, als okay, aufstehen. So, Sam Porter Bridges. Tu was für dein Geld. Ach nee, du bekommst ja nix. Muss ich hier, ja, weil hier steht richtig, ja abbauen, muss ich da was abbauen? Nee, du bist völlig richtig. Ich laufe einfach runter. Ich weiß wirklich nicht, was ich suche. Ja, da einfach da unten drin. Ich suche Ausrüstung. Ja, da liegen die, müssen die alle irgendwo sein. Ja, aber warum packen die da alle irgendwelche Schilder hin? Ich hab keine Ahnung. Umgang mit giftigem Gas. Achtest du mal auf meine Bewusstseinsanzeige? Ja, aber wichtig ist, glaube ich, auch der Akku. Da waren doch zum Beispiel Sachen. Ich muss mich ja richtig beeilen. Ich dachte, ups. Dachte schon, dass die Maske einfach reicht. Oh, da ran an die Bulette. Los. Zack. Und einer ist da noch. Das sag ich 5 Stück. Und schnell hoch. Waren das alle? Einer nach einer ist noch einer. Und jetzt, da kannst du den Weg hochgehen. Ah, geil. Haben sie extra so gelegt. Das ist sehr kompliziert, aber es war ja dann doch sehr simpel. Oh. Super Simon! Jetzt kannst du gleich die Fracht nochmal neu anordnen. Hey, der Super Simon. Super Simon. Der Super Simon. Wie kann ich das hier? Ja, und dann? Dreieck einfach. Dreieck. Das ist so. Mit dem X-Rausch, ne? Ist man, so dumm. Ja. Das kannst du nicht gut finden. Niemand findet es gut. Auch Kojima wacht nachts schweißgebadet auf und denkt, oh Gott, war das ein Scheißmenü. So. Da ist eine leider. Die sieht doch eigentlich ganz knusprig aus. Aber die hat noch keine Likes. Das verwundert mich. Die führt bestimmt auch wieder ins Nichts. Wer würde denn so eine tolle Leiter nicht liken? Ich muss eigentlich like die. Ich werde die gleich liken. Vielleicht ist jetzt quasi. Vielleicht fällt man wieder runter. Jetzt. Wir müssen hinter der Schlucht verbogen. Nee, die war gut. Guck mal, die kriegt ein Like einfach automatisch. Ah ja. Weil ich drüber gehe. Fällt so runter? Das mag die Leiter wahrscheinlich, wenn man auf hier. Nee, sogar zwei Likes. Ja. Ah. Jetzt müssen wir noch mal gucken, wo lang kommst. Ich will kurz Kryptobioten essen. Geht hier nicht? Keine mehr da? Okay. Kryptobioten sind vernichtet. Die nehme ich auch noch mit. Komm, kleinen extra Bonus. Ich glaube fast,
Jetzt können wir wieder zurück. Ja, das denke ich aber auch. Ah, hier. Da, ne? Okay. Ah, ich habe keine Bomben mehr. Ich kann auch normal laufen. Also rennen. Jetzt hast du nur diese 200 Millionen Jahre alten zerbrechlichen Ammoniten. Die werden, also wenn die, die werden 10 Minuten auf meinem Rücken durchaus überstehen. Oh, oh. Ach so, Akku ist leer. Okay. Ah, das arme Skelett. Oh. Siehst du, und schon fängt nämlich das Problem an. Das ist ja ganz geil gemacht. Eigentlich. Man sieht mal den direkten Unterschied. Ja. Stampf, stampf. Oh, ein Schmetterling. Der ist aber groß. Bestimmt auch ein Kryptobiot. Kryptobiot. Der krümmte Regenbogen. Da sind wir schon. Ist das, ja, das ist das doch. Oder? Ja, ja, ja. Da kriegst du gleich auch ein bisschen neues Batteriematerial. Ich weiß, dass das für Fahrzeuge ist, aber kann ich mir auch aufladen? Oh, wer ist die denn? Hier kommt unsere Freundin. Lustig. Jetzt ich nee, auf nicht aufladen. Dann gehe ich da unter den Pilz. Da ist übrigens auch ein privater Raum. Das von da könnte man dann auch theoretisch ja. Schnell reisen und so. Schnell reisen vielleicht nicht, aber auf jeden Fall duschen und so, ne? Könnte mal alles. Samporter Bridges. Aber er lädt nicht wirklich viel auf. All the bridges, baby. Won't do anything. Kennst du? Gwen Stefani? Entschuldigung, was? Ich bin Back hat hier. Das ist so eine neue Sängerin aus. Bin nicht up to date. Amerika? Aus Amerika. Amerika, da würde ich gern mal. Das klingt exotisch. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird abgeschlossen. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Schade. Das kenne ich aus meinem Privatleben auch. Nachdem du Likes versendet hast, musst du eine Weile warten, ehe du denselben Objekt mehr Likes geben kannst. Ja. Ich meine nicht Likes, ne? Ich meine Sex. Oh, das war eine Metapher. War eine Metapher. Für Sex. Ich mach das, ich weiß, du bist klug, aber ich mach das für die Zuschauer. Die sollen das auch verstehen. Die sollen auch raffen, wie genial lustig ich bin. Das stimmt. So. Liefern. Ich glaube, das war tatsächlich jetzt sehr gut von dir. Ich bin selbst. Wenn ich nicht drauf achte, bin ich besser, als wenn ich es versuche. Du hast erstaunlich wenig kaputt gemacht. Gibt es eigentlich schon Mods zu dem Spiel? Irgendwie? Ich würde es gerne mal ausprobieren. Irgendwie wünsche ich mir auch ein paar Mods dafür. Ah, du hast ihn gefunden. Lass mal sehen. Ich muss ihn sehen. Ich will ihn jetzt extra auch sehen. Meine Güte. Er ist wirklich makellos erhalten. Fast schon unheimlich. Zeig ihn mir jetzt. Ach, das ist eine Frechheit, dass ich das jetzt nicht sehen darf. Mich interessiert das auch. Ah, so ein bisschen jetzt gerade gesehen. Aber das ist wirklich original 5, ne? Jetzt fällt das erst nicht. Dann bin ich beleidigt. Was haben eigentlich die Japaner? Immer mit A, B oder mit... Mit Evolutionstheorie, Nabelschnur und Fossilien aus dem Devon. Das ist jetzt alles. Die kann ich mir jetzt quasi durchlesen. Was? Okay. Was wollte ich sagen? Warum ist eigentlich, also das geht bis A und dann kommt nochmal ein S. Was tanzt der völlig aus der Reihe? Warum dann eigentlich ein S? Also Japaner machen das gerne. Die haben immer auch schon in Resident Evil gibt's ein S-Ranking. Warum? Was ist los mit denen? Danke, dass du mir die Lieferung gebracht hast. Und ja, sie enthielt tatsächlich einen Ammoniten mit einer echten Nabelschnur. Ich habe Hartmann über das Netzwerk schon einige Bilder und eine vorläufige Analyse geschickt. Interessanterweise enthielten die umgebenden Schichten Spuren von Teer, was eine seiner Theorien untermauert. Wie dem auch sei, ich weiß, du hast diesen Ammoniten gerade erst hergebracht, aber ich möchte, dass du ihn einer Kollegin zustellst, einer Evo-Devo-Biologin. Sie interessiert sich seit geraumer Zeit für Teer. Und ich glaube, sie würde dieses Exemplar gerne untersuchen. Ziemlich bemerkenswert. Hab vielen Dank. Genauer gesagt, untersucht sie, wie der Teer die Entwicklung verschiedener Organismen beeinflusst haben könnte. Von daher möchte ich dich außerdem bitten, die Teersammler in der Nähe ihres Bunkers zu holen.
und sie ihr mit dem Ammoniten zu bringen. Es wäre zu gefährlich für sie, sie selbst zu holen. Darum müssen wir diese Aufgabe dir aufbürden. Indem wir ihr helfen, kommen wir den Geheimnissen des gestrandeten Todes vielleicht einen Schritt näher. Die vom Netzwerk wiederhergestellten Daten haben uns schon so sehr vorangebracht. Und wenn du uns weiterhin hilfst, können wir noch mehr erreichen. Gute Arbeit. Höher Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferturn. Ach, Moment. Geht doch noch mal rein, nur um zu gucken, ob da nicht vielleicht noch was war. Ja. Das muss man immer. Aber ich nehme keine Nebenmissionen an. Aber wir haben ja hier... Auf Trief Sam. Wir müssen zu dieser Evo-Devo. Ja, okay, ja, stimmt, das haben so sie ja gerade gesagt. Okay. Evo-Devo. Was heißt das? Evolution, Devolution? Mhm. Da im Westen ist es... De-Evolution oder Devolution? Man weiß es nicht. Ich will, hab doch schon genau... Ach, was, nein, ich will den einfach nur nehmen. Wie bin ich denn jetzt wieder rausgekommen? Ich hatte doch schon alles... Wollte doch schon alles. Oh. Ach, das ist meine Ausrüstung, die muss ich dann immer noch auswählen. Mhm. Okay. Ey, eigentlich will ich das alles gar nicht. Brauche ich nicht. Blutbeutel gehen gut, aber ansonsten. Ja, eigentlich brauche ich erstmal nichts herstellen. Ich brauche eigentlich meine Sachen mal. Einfach loslaufen, das ist ja nur ein ganz normaler Weg. Ja, ja, ich überlege nur gerade, ob ich hier Lastenschweber. Nee, ich brauche alles nicht mehr. Okay, komm. Ich hätte halt gerne mein Exoskelett repariert. Das hätte ich gerne. Das wäre natürlich gut, ja. Weiß nur überhaupt nicht, wie ich das jetzt reparieren kann. Auf dem Rücken ausgegrabene Ammoniten, die, wieso, die habe ich doch gerade, ach, ja, die muss ich jetzt... Ihr bringen, einfach alles umladen, ja. Da hätte ich sie nicht gleich ihr bringen können, seien wir doch mal ehrlich. Ja, er wollte aber eine dicke Hose machen, er muss ja, genau. Alles... Er muss die, oh, ich muss die, die müssen von mir kommen. Jetzt kann er zu der Evo-Devo sagen, ah, ich schick dir mal meinen Mann mit den Sachen rüber, weißt du? Ich stimme dir absolut zu, wir sind jetzt seine Bitch. In Vorzeige, alles umladen, komm, mach das mal jetzt da rein, so. Metalle? Wieso brauchen wir die denn? Die haben nicht abgeliefert. Was habe ich nicht abgeliefert? Du hast noch Metalle. Unnötigerweise. Ja, aber die waren ja auch nicht für den. Kann ich da nicht was, gleich was bauen? Mit? Oder so? Auch, ja. Komm, ich baue mal was. Jetzt haben wir hier Bandbreite. Vielleicht bauen wir da mal irgendwas. Für die anderen. Ist wahrscheinlich einfach viel zu teuer. Also wir haben nicht genug Metalle. Ja, dann werfe ich den Scheiß wieder weg. Lass ihn irgendwo verlieren. Tut mir leid, haben wir verloren, die Metalle. Aber du könntest, wenn du willst, einmal da in unser Quartier, dann sind auf jeden Fall, müssen die Batterien ja aufgeladen sein, oder? Ja. Wenn das geht, machen wir es. Evo, Devo. Ey, wie mir das auf den Sack gehen würde, wie die alle diese schöne Landschaft mit ihren blöden Holoschildern verstellen. Ja, mit so Sachen wie Slow Down an einem Abstieg steigenden. Also, Leute. Dip, 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 dip. Du kannst einfach auf die Platte. Erstmal liken. Heute ist ein guter Tag. Konstruktionsmenü. Schon zwei Sachen geliked. Und wie kann ich jetzt. Ach so, da. Ich muss auf die gelagerte Fracht. Markierung setzen. Erbauer-ID. Was ist das? Konstruktion abbauen? Das will ich nicht. Und wie kann ich jetzt was bauen? Nö, ne? Ist einfach nur Frachtfahrer. Ich meine, der wurde ja gerade angezeigt, dass man irgendwas bauen kann. Also vielleicht muss ich dann doch hier. Ja. Deine Arbeit ist. Muss ich ja, da ist das doch ein richtiger Raum. Ich dachte, das wäre jetzt irgend so ein nee, Mittelding. Das ist unser Spind. Und da meinst du, hätten wir dann auch eine Möglichkeit zu teleporten? Das kann ich mir schwer vorstellen, dass das so einfach ist. Aber wir haben ja sonst nichts. Wir müssen ja in den Westen eh. Wir der können ja aber nur teleportieren ohne Fracht. Ja, okay. Also, wir laufen ja eh. So. Vielleicht gehe ich nochmal duschen. So, und jetzt geht's allen gut. So. Akku ist geladen. So. Es ist jedes Mal, muss ich überlegen. Aber dusch doch währenddessen. Wenn du doch eh schon in der Dusche pinkelst, dann kannst du auch währenddessen duschen. Warum gibt's kein Duschen, Pinkeln, ja, nein? Ja, wie oft hatten wir diese Frage? Was ist das? Okay, bald. Nur ich will's, warum nicht duschen mit Pinkeln und duschen ohne Pinkeln? Holla die Waldfee, drei Granaten. Ich glaube, ich weiß warum. Weil sonst im wahrsten Sinne die Pipi verwässern würde und sie wollen ja die Pipi auffangen, um daraus Pipi-Sachen zu bauen. Ja, dann sollen sie mit der Duschwasser das einfach dann filtern, dann die Pipi rausfiltern. Und also ich finde die ganzen, ich finde das alles sehr entmenschlichend. Es ist entwürdigend, ja.
wie er auch schon diese blutigen. Glaubst du, er hätte diese Tragegurtspuren nicht, wenn wir da ein bisschen mehr aufpassen würden? Ich glaube schon. Also wenn wir jetzt immer nur Wattebäuschen. Wattebäuschen und Blumen. Die Blumen, nee, Blumen ja. Können auch schwer werden, ne? Blumen was ist denn richtig schön. Leicht? Was ist denn so? Styropor. Siehst du, die wollen das Badewasser doch auch abfüllen. Ja, die füllen einfach alles ab. Das ist unersättlich. Gib mir einfach mein Duschwasser und halt die Klappe. So, sauber sind wir. Sauber. Ist jetzt eigentlich, also ich muss noch mal fragen, aber ist das, wenn ich jetzt im Sitzen benutze, ist das dann Kacken? Ja. Also mach ich das auch mal, ne? Einmal richtig entleeren. Richtig, alles. Was hinsetzen. Ja, das ist die Kackertoilette. Guck mal hier, super. Das ist eine Werbung von ihm selbst. Right, Mom. Ey, das frage ich mich, wie das, also wie es dazu ist klar, wie es, aber hat irgendwann jemand gesagt, ja, die machen es nicht braun, ne? Hat einer gesagt so, aber dann will ich auch da Werbung haben. Oder läuft das auf einem anderen Level? Vielleicht hat er ihm das einfach so bei einem Sake versprochen. Ja, aber er hat doch nichts von dieser Serie. Dann muss doch eigentlich das Marketing-Team von der Serie irgendwie kommen und sagen, hey, Walking Dead, lass mal hier. Aber, wer weiß, vielleicht hat er dann wiederum mit dem Producer der Serie einen Sake getrunken. Das ist so ein Sake-Kreislauf. Alles führt immer zum Sake zurück. Ich finde das so toll. Das sieht so gut aus. Mhm. Würden Sie diesem Mann Ihre Atombombe anvertrauen? Guck mal, es gibt sogar Likes. Ja, Mann, likey Likensen. Ja, der mag sich. So. Es reicht doch jetzt. Also, ich bin aber auch schön. Und jetzt Zafro. Oh, jawohl. Aber ich will doch eigentlich nur noch weg. 41 Likes von Lou. Geh doch weg. Wer ist Lou? So, jetzt hör doch mal auf. Lou ist das Baby. Jetzt geh doch weg da. Was machst du? Er geht nicht weg. Ich weiß auch nicht. Ich lasse ihn jetzt einfach. Lou liked alles von uns. Drück doch mal Kreis. Kreis. Es ist, wenn du eh schon nach vorne gedrückt hast, dann bleibt er immer in dieser Schleife. Okay, wir trinken jetzt auch noch ganz viel vom Tisch. Wir machen das ganze Raumprogramm hier. Finde ich gut. Oh, trinken. Aber da muss ich bestimmt wieder pinkeln. Ach, ist egal. Egal, ne? Es gibt auch so Leute, die lassen sich so dieses Logo tätowieren und so, ne? Welches? Bridges? Nee, das Monster-Logo. Das war. Nee. Das sind nur Leute, die das Aktien haben oder CEO sind. Oder? Nein, wirklich, ganz normale Menschen. Ja, aber normal und sich das Monster-Logo tätowieren lassen, also, schließt sich schon aus. Biologisch normal, jetzt nicht geistig eventuell, aber. Sie sind schlecht erzogen. Ich glaube, so. Stell dir mal vor, sind alle schlecht erzogen. Stell dir mal vor, dein Sohn kommt irgendwann mit dem Monster-Logo tätowiert, möglichst noch im Gesicht auf oder die so. Stirn. Wenn dann. Ja, also, Stirn. Ich finde, wenn Monster-Logo, muss man es auf die Wange, weil dann kannst du immer noch sagen, da hat mich ein Monster irgendwas. Und dann frage ich mich aber, ob du von Monster dann nicht was kriegst für. Fände ich schon nur fair. Komm, jetzt mache ich voll Duschbag. Schön die Monster und aber auch die Sonnenbrille und die Kappe. Glaubst du nicht, Norman Reedus? Ich hätte an seiner Stelle, hätte ich mal bei den Grafikdesignern angerufen mit meinem Übersetzer und hätte gesagt, ey, wollt ihr nicht mal die Tränensäcke bei mir einfach mal wegnehmen? Ich meine, nein, ich meine es gar nicht böse. Man wird halt älter. Nur ich würde da anrufen und sagen, komm, macht mich mal ein bisschen geiler. Jetzt ein bisschen. Ich bin's ja, aber halt besser. Stattdessen sitzt er da, hat überall Spuren und schwitzig und mit seinem ich hätte einen besseren Bartwuchs mir auch programmieren lassen. Das hätte er mal tatsächlich machen können, ja. Aber da sind die dann zu real, ne? Da keepen die es dann einfach zu real. So. Wo muss ich wählen? Was wählen? Was? Ja, weil mit der Mütze und er sieht einfach aus wie ein Duschbeck, der direkt auf dem Weg zur Wahl ist. Halt echt, so. Ja. Aber ich kann keine aufhalten. So da, ne? Falsche Mütze, ich weiß. Aber sobald Bridges mal antritt. So. Nach Lou sehen. Ja. Ich mach das ganze Programm. Das Kind wird auch gepampert. Emotional natürlich. Klar. Wieso nicht? Wir haben so viele Likes bekommen. Kriegt es das mit? Nee, es kriegt es gar nicht mit. Soll ich dran klopfen? Hey! Aufstehen! Kriegst du mit, dass ich dich gerade liebevoll bewundere? Ja, Lou ist okay. So, jetzt gehe ich aber. Oder habe ich noch was vergessen? Hab ich noch irgendwas vergessen? Nee. Nee, wir wollen raus und los. Und zu dieser Neo Geo Evo Demo. Ja, das ist es. Neo Geo Evolution. Oh, und da geht's wieder los. Ich hab jetzt Bock auf den Abspann.
Nur nicht schüchtern. So wie früher. Na los, weiter. Tut mir leid. Habe ich dich geweckt? Heute ist Mamas Geburtstag. An ihrem Geburtstag haben wir uns auch kennengelernt. Ah, das ist ein schönes Bild. Das ist der Weg, erwartet auf dich. Auf geht's. Und ich bin auch aufgeladen, alles läuft, geil. Okay, dann suchen wir jetzt nochmal unser Ziel im Westen. Wir können erstmal alles entfernen. Ach, ich bin schon so gut mittlerweile darin. Ja. So, dahin. Gehen wir oben lang, oder fahren wir vielleicht sogar? Ich weiß jetzt nicht, wie. Ach, das sieht nicht so gut aus, ne? Ah, ne, hier sind wir ja. Ja, den Vater, ja. Ja. Nicht da. Nee? Ist das nicht weiter links? Jetzt habe ich es aus dem Auge verloren. Ja, aber es ist so. Aber du hast recht, man könnte auch hier einfach. Du kommst auch einfach hier. Da ist ja sogar eine Seilrutsche. Okay, komm, das mache ich mal. Ja. Ich wollte nämlich wirklich immer mal schon so ein richtiges Seil. Wir haben hier, glaube ich, nur eine gesehen, oder? Haben wir jemals eine benutzt? Ich überleg gerade, haben wir einmal eine benutzt? Moment, der hat irgendwie die. Hat er die übernommen? Ah, ich musste erst hin. Okay, oder ich musste es erst, genau. Das habe ich wieder falsch gemacht. Die Symbole ist echt ein bisschen, einfach ein bisschen überfrachtet, kann man sagen. Ja. Nicht schlimm, aber hätte auch besser sein können. Zack, 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 und zack, jetzt Retter. Zack, zack. Aber Batterien sind voll, das ist toll. Motorrad hilft nicht, ja? Bringt wahrscheinlich jetzt nichts. Mhm. Ich habe das Gefühl, es ging auch mit Laufen eigentlich relativ schnell. Ja, gar nicht so nötig. Nee. Das ist schon okay. Ich glaube, Motorrad, da würdest du nicht nur ärgern, bleibst du an jedem Felsen hängen und. Stamm. Ah, sieht glücklich aus. Ich dachte schon, was heulst du denn jetzt hier rum? Hey, das ist voll happy, ey. Der friert doch eigentlich voll ein. In seiner kleinen Box. Ach, das wird ja über diesen Schlauch da beheizt. Ah, geht direkt in den Po. Sind der konstant. Pupsheizung. Einmal so durchgeladen. Grad, 36. Ach, Moment. Grad. Weißt du richtig? Nee. Bin irgendwie falsch geklettert. Nicht ganz, aber eben falsch. Der 200 Millionen Jahre alte Ammonit. Den habe ich längst abgegeben. Da ist die Seilrutsche. Da nee, wollen wir hin. Den doch dabei. Wie? Den? Ach ja, ja, okay. Den habe ich dabei. Stimmt. Ach, du immer. Aber wie oft? Wir haben jetzt schon zweimal, wollte ich ihn loswerden. Ständig muss ich ihn irgendwo anders hinschleppen. Es muss reichen. So. Oh, ich hoffe, das geht gleich. Ich will das mal sehen. Fischerei ist ja schon ein schickes Spiel. Das kann man schon mal in dem Spiel nicht nehmen. Ja, wie problemlos es auch die Welt darstellt. Also gerade grafisch finde ich immer noch, ist das eigentlich schon richtig gut gemacht. Absolut, so. Das ist schon Regenbogen und so. Es ist einfach nicht jedermanns Spiel. Ich glaube, das kann man einfach nicht anders sagen. Ich bin echt neugierig, wie die Story weitergeht. Aber ich habe das Gefühl, ich muss mir jeden Story-Hubs verdienen durch sowas. Ja, es klingt blöd, wenn ich das so sage, aber das ist wirklich typisch Kojima, wobei es normalerweise, finde ich, mehr Spaß macht, sich diese Cutscenes zu verdienen. Also, nicht mein Lieblings-Gameplay, ich finde es schon cool, mal was anderes. Aber früher ging das irgendwie alles ein bisschen leichter von der Hand. Aber ich freue mich jetzt schon auf das nächste Spiel. Also, ich bleibe Kojima-Fanboy. Muss ja nicht immer jedem gefallen, alles. Ich finde auch ein Fan muss ja auch nicht jedes Spiel dann immer feiern. Also man kann ja auch Fan sein, aber sagen, der Pal Teil war jetzt nichts für mich. Ey, definitiv. Alles andere wäre ja völliger Schwachsinn. Ich habe das Gefühl, dass die Erwartung ist, wenn du Fan bist, findest du es geil.
Und wenn du es nicht gut findest, dann bist du kein Fan und kennst dich nicht aus. Das ist vielleicht auch immer zu simpel. Fan sein bedeutet doch nicht bedingungslos alles abzufeiern, unabhängig vom Inhalt. Ich meine auch eher, dass es gerne so verklärt wird, als wär das eine Bedingung. Ich kann solche Extremisten nicht ernst nehmen. Die machen mir eher Angst. Also das ist ja, das hat ja schon was Zombiehaftes, sein Empfinden und sein Verhalten komplett auszuschalten und vorher festzulegen, wie man etwas bewerten will. Das ist doch völliger Quatsch. Okay, ich habe irgendwie die Markierung verloren. So, dann kann ich auch hier hin machen. Ist das da? Was denn? Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ist das da im Kreis oder was? Ich denke ja. Natürlich. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, ob das Schwarze hier. Nee, sammel mal. Such mal ein Stück raus. Nehme. Was ist es? Da soll man doch hier Teer sammeln, Ammoniten, Ivo, Divo, Biologin. Echt? So. Also, das ist der Kreis, in den ich muss. Ah, okay. Zum Glück bin ich ja schon relativ weit auch. Das hier ist aber nicht relevant, oder? Das ist der Eiffeltower. Kann ich da nicht irgendwas machen? Wachturm benutzen? Was ist denn, wenn ich den benutze? Das habe ich noch nie gemacht. Okay. Ein bisschen underwhelming, aber was habe ich erwartet? Das Ziel gesehen gerade, ja. Stamm. Shit, shit, shit. Stamm. Shit. Leitern ist für kleine Menschen. Ist ja gut. Na, hast du doch schon mal was gelernt. La. Gott. Aufhören, Loot zu beruhigen. Na gut, schön. Haben wir aufgehört. Lu, Lukas. Ach, hier geht's einfacher. Das ist der richtige Weg. Weißt du, was gut gewesen wäre? Wenn die eh schon irgendwelche Fähnchen aufstellen, dann können die doch so Holo-Wegpunkte, Markierungen aufstellen. Das würde mir wirklich mal helfen. Also das wäre ja eine Sache, da würde es, ohne dass man jetzt irgendwo hingehen muss zu irgendeiner Sache, würde mir das wirklich helfen, einfach nur, weil es in der Gegend steht. Aber ja, naja, vor allen Dingen, Markierung für was, ne? Das ist natürlich auch nicht so smart. Okay, so, und jetzt? Irgendwie habe ich es geschafft, an diesem Ding vorbeizulaufen, wo ich eigentlich hin wollte. Ja, da bist du schon lange vorbei. Ah, okay, da links. Ja, guck. Darunter, okay, mache ich die Abkürzung. Ah. Das sieht aber schon sehr urzeitlich aus. Oh, die Musik. Aber das oben rechts ist ja schon ein Gebäude, also da ist ja wohl, war ja wohl ein Nullsturz oder so. Ja, stimmt. Ja, was war da, ja. Oh, Schurkengesichtige. Weiß gerade nicht. Wo ist denn mein Pipi? RB. Wie bitte? RB. Ach ja, stimmt, da kommt's raus, genau. Ich dachte, der macht das automatisch. Da habe ich die Teersammler-Dinger, das ist ganz gut. Da muss ich ja eh hin. Wenn du RB machst, dann scannt er auch nach denen, ne? Wenn die in der Nähe sind, dann. Shit, genau da, wo ich hin will. Da sind sie. Oh, warte. Ah, obwohl, nee. Das war klar, dass er genau da auch ist. Er kommt zu dir. Hau ab.
Oh, ja, ich hab's versucht. Ach, hätte ich noch rennen hätte ich noch müssen können, ne? Rennen hätte noch geklappt. Lass dich nicht fangen. Abschütteln und versuch rauszukommen, ey, weil das, was danach kommt, ist richtig nervig. Dauert ewig und dann. Ja, ich will auch nicht. Ich hänge an dem Stein, glaube ich, fest oder so. Ich drücke weiter Quadrat. Ich hänge ab. Ich hänge ab. Alter, nein! Oh, das ist richtig nervig jetzt. Ja. Zumindest kommst du halbwegs nicht. Ja, gut, aber ich meine, das stimmt, aber eigentlich, wir wollen auch mal ein bisschen was sehen. Es wird auch echt sonst zu langweilig. Plus, die wollen, dass du hier kämpfst. Die haben dir nämlich einfach den ganzen Scheiß so hingelegt. Ich weiß gerade nur nicht. Oh, zwei! Was? Zwei? Oh, ja. Ah! Aus dem Sapsch da raus. Aber da muss man ja jetzt auch raffen, wo der Sapsch aufhört. Ja. So, dich sammle ich ein. Haha! Was haben wir noch? Wo ist der nächste Rest? Dann gehen wir da hoch, da oben links. Zum eigentlichen Ziel. Das ist so ein guter Ort. Na, es sind ja viele, ne? Es sind ja, ich muss die ja alle. Ach so, du hast völlig recht. Da. Also hinter mir sind drei, also direkt entgegengesetzt. Mhm. Da also. Ja, heißt das wirklich da? Gerade mal gucken. Ja, okay. Ah, shit. Hier komme ich jetzt. Die brauchen ja diese, das ist, die sind ja wie die Zerke. Die brauchen ja diese Basis. Das ist da oben. Metall. Ah, kann ich hier einfach so klettern? Das ist ja geil. Das ist ja cool, dass das ging. Ja. Da habe ich jetzt überhaupt nicht mehr mit gerechnet, um ehrlich zu sein. Dass ich hier nochmal rauskomme. So. Kommen die überhaupt zu dir hier hoch? Nee, ne? Schwierig, glaube ich. Warte. Hast du alle schon? Habe ich alle schon? Oder sind da noch wie? Eins, zwei, kann ich drei. Das umladen? Kann ich das nicht wegwerfen oder so? Ja, das kannst du wegschmeißen. Okay. So, ausgrabene Ammoniten. Habe ich nur einen. Und fünf. Ach, Teersammler war es. Ja. Drei von fünf. Zwei müssen noch. Aber wenn ich 2 von 5 und 3 von 5 habe, habe ich doch 5. Nee, 1 von 5, 2 von 5 und 3 von 5 hast du. 4 von 5 und 5 von 5. Ach, okay. Ich dachte, ich habe 2 von 5 und 3 von 5. Und so. Aber das sind die einzelnen Teile. 1, 2, 3, also fehlen noch 2. Aber warum wurden die dann nicht? Moment, kurz bestätigen. Warum wurden die auf der Karte nicht angezeigt? So. Du musst jetzt echt ruhig sein. Baby. Baby, vielleicht weil du noch nicht nah genug dran warst? Da. Ah ja, nee. Da, verlorene Frage? Nee, ach, das ist was anderes. Oder? Ja, das ist von irgendeinem kältebeständiges Material. Ja, müssen okay, das wird hier halt noch irgendwo rumliegen. Wahrscheinlich muss ich eben ein bisschen suchen. Im Norden. Chirale rein, Kristalle. Ja. Naja, ich werde schon finden. Könnt ihr jetzt auch killen? Ja. Nee, oder? Zwei von. Ah! Ich dachte, die kommen nur da, wenn da der Kram ist. Dachte ich. Aber da in den Sumpf rein. Ah, der Sumpf ist so ein bisschen Verbindung. Ich glaube, du kannst sie auch platt machen. Du hast doch eine Waffe, oder? Nee, hast du keine dabei? Ich weiß es nicht. Also ich habe nichts groß geändert. Wahrscheinlich habe ich schon irgendwo Waffen. Mal unten. Wo sind denn die Waffen? Oben, links, rechts? Drück mal R jetzt. Was also meinst du? Hier diese Taste rein, genau. Nee. Nee, hast du nichts dabei. Das ist ja komisch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ach, dann gilt's halt wegzulaufen. Jetzt habe ich gar keine Waffen dabei. Was ist denn Packseil? Okay. Naja, ist gar nicht so schlimm. Und hier habe ich ein bisschen mehr Überblick. Und Scanny. Trifft ihr mich da? Ach ja, mit diesem goldenen Laser. Ja, das ist schon ein bisschen weird, finde ich. Weil es bringt ja nichts da unten jetzt, mich in Gefahr zu begeben, wenn ich gar nicht weiß, wo ich hingehen soll. Guck mal auf der Karte, vielleicht hast du jetzt noch irgendwas entdeckt. Da sind auf jeden Fall mehr Sachen. Ja, ich muss noch mal mehr. Ja, okay, guck. Da ist einer. Okay, dann hier weiß ich einen. Das ist doch gut. Und da ist der andere, ist da am Rand. Moment, siehst du noch einen? Ja, am Rand, rechts. Das hier? Ja, das ist recht geil. Wo bist du jetzt? Siehst du, okay, dann kannst du ja. Ja, die habe ich nämlich vorher auch schon gesehen, aber der Scan hat aufgehört irgendwann. Mhm.
Aber da weißt du jetzt zumindest, wo du landen musst. Vorsicht, da fällt's. Ja, ich glaube, das Problem ist eher, ob ich jetzt vielleicht runterfalle und sterbe oder so. So. Wie kann ich denn. Gibt's sowas wie Energie? Kann ich mich ja, du hast noch die Flasche da. Du kannst doch simpel mal. Ich hab doch irgendwas sicher dabei. Nee, du hast doch deine Getränke dabei, oder nicht? Ich weiß nicht genau. Geh mal da raus und dann gehst du mal auf einen Analog-Dingsbums. Ah, okay, das meinst du. Ach, du meinst. Nach links? Oder ist Doofkopf? Ah, hast du nichts dabei? Halt, nee, warte, das war das Falsche. Auch nicht? Nee, Moment. Nichts dabei. Ja. Nee. Ich auch nicht? Was hast du dabei? Hab ich denn gar nichts dabei? Bio oder ist es nur für Blut? Ne, musst du laufen. Aber es ist. Oh nein, er hat dich, oder? Hau ab. Nein, 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 nein! Auf gar keinen Fall. Alter, okay, sehr gut. Ey, ich hab übrigens schon alles. Ich brauch nicht noch mehr. Ich hab schon genug. Echt? Ja. Was ist das denn da? Was ist das aber denn? Aber hilft mir ein Blutbeutel jetzt? Der schmeißt. Der, ist das ein Freund? War das? Ja, scheinbar hat den. Ja, ja, ich glaube auch, dass irgendwie Sturmgewehr, das ist auf jeden Fall eine gute Hilfe. Das ist ja mega. Das ist irgendein Freund aus dem Jenseits, der feuert dich an. Das ist. Bist du selbst? Das bist. Oder? Ja, irgendjemand. Ich glaube, man kann. Ich nehme an, man kann solche Dinge, solche Leute platzieren quasi. Das ist ja mega gut. Da, Sturmgewehr. Geil. Kannst du ihm mal geben jetzt? Gib ihm. Und die hat gar nichts. Aber er hat Respekt. Ja. Das jetzt ist das eigentlich Wichtige. Da hinten hau jetzt! Los, komm, lauf! Was ist eine zähe Suppe? Wie kann man da rauskommen? Also ich meine, kann man noch schneller? Muss ich rennen oder gibt es eine Möglichkeit, ja, noch schneller quasi? Rennen und hüpfen, ne? Hüpfen, ja, hüpfen, na, stimmt, das hat auch ganz gut geholfen, ja. Da ist er wieder. Wir schaffen ja, das. Ja, das kann gar nicht mehr so. Glaub, komm! Ja! Ja, ich nehm's! Ja. Gib's her! Oh, einfach. Ich kann den Blutbeutel. Nur noch einen, dann hast du es ja geschafft. Du kannst theoretisch auch aus dem Ring rauslaufen, aber du. Das ich glaube, ich hab's gleich. Ja, oder? Da ist doch schon das Ende vom Ring. Ja. Ja. Den darf ich ja nur nicht kriegen. Ja, sehr gut. Gut. Das war ganz cool, dass mir dieser Dude eben noch geholfen hat. Du meinst, das wäre ich selbst gewesen? Alte Varianten Kuh, von mir. Ja. Auf jeden Fall schön, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Aber eins fehlt noch, oder? Ja, aber ich habe trotzdem genug für die Mission schon. Nein, nur das auch nicht. So, hier vorne bist du direkt dran vorbei quasi. Ich muss hier irgendwo sein, ne? Bin ich schon dran vorbei? Ich meine, ich komm mal runter. Komm auf die Karte. Verdammt. Das musst du direkt neben dir, oder hast du es eingesammelt? Das war doch eben direkt neben dir. Sammeln doch da, ne? Das sind die Blutbeutel. Markierung, Legierung. Da, kann es das sein? Nee, auch nicht. Ja, es ist halt weg. Ist aber auch nicht schlimm. Ja, okay. Also wir haben eh genug. Daher ist noch was. Das ist, nee, Virenproben. Ja, dann weißt du. Geil. Dann gehen wir jetzt dahin. Ach ja, das war doch anständig. Kann mich nicht beschweren. Und jetzt nehme ich den ganzen Kram noch mit. Ich, was hast du denn gemacht gerade? Ich glaube, ja, aber das ist, ich muss das mal neu sortieren, ja. Genau. Die Fracht neu anordnen. Okay, und vielleicht kann ich auch Sachen wegwerfen, die ich wirklich nicht brauche. Nö, das ist alles gut, alles gut, alles gut. Nö. Werde ich es jemals lernen? Nein. Ja, bitte. Neue Schuhe kannst du beim nächsten Mal bauen. Oi, 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 das war aber auch ein Weg, so. Muss ich irgendwie drum rumkommen. Das ist schon schön, wie es sich eben mit diesem Öl füllt und man dann eine ganz andere Wahrnehmung hat für den Level und dann ist es weg und dann es bleibt irgendwie so diese Leere. Aber eine schöne Leere. Ja. Ich bin auch sehr froh darüber. Ist da oben rechts oder welches ist das? Ich glaube, ich muss hier noch weiter links, aber wir gucken noch mal auf der Karte. Ich laufe den langen Umweg im Moment.
Weil ich aber auch, ich will halt nicht diese ganzen Dinger jetzt hochlaufen. Dafür einmal so rum. Oh, ist das eine Höhle? Nee, sind alles Gebäude. Oh shit. Was? Oh, ist auch? Ja, ich. Naja, ich will nicht mich jetzt nicht vergiften oder so. Hast du noch deine Sauerstoffmaske auf? Ja. Doch? Ja, er hat die noch auf. Aber die gilt, glaube ich, nur solange du auf Akku hast, oder wie war das? Komm jetzt! Oh, guck mal. Ich hab mich geschält. Ah ne, die haben die mich das letzte Mal gesehen. Ich werde offensichtlich gejagt. Ja. Das ist jetzt aber auch ungünstige Scheiße. Ich weiß auch nicht, wo du hin musst. Hast du dein Ziel noch im Blick eigentlich? Weil ich weiß, ja, ich habe mein Ziel im Blick. Es ist halt, wie gesagt, ich lauf schon einen Umweg, das weiß ich. Aber ich weiß halt nicht, ob ich von hier zum Beispiel hier hochkomme. Ich kann das nicht genau, wo diese Topografie das dahinter nicht erkennen. Ich sehe den gerade gar nicht. Was denn? Da links, der Pfeil. Hier, das bin ich. Ja, aber nee, aber wo ist unser Ziel? Ach so, hier. Oder? Müssen wir das nicht wieder zurück einfach bringen? Nee, wir müssen zu dieser Geo. Ja, gut. Neo. Ja, aber das ist ja dann hier. Aber ist ja auch okay. Nee, nur. Nee, das ist er nicht. Das ist, ja, aber Evo. Also alles richtig, aber so oder so, ich muss ja hier raus. Ich muss ja erstmal raus aus dieser Ecke hier. Aber wo ist dieser Evo-Devo? So, Auftrag, Lieferung, Ammoniten, Evo-Devo-Biologin. Du hast recht. Die wird gar nicht angezeigt. Ja, eben doch, die wird. Sammle alle vier Behälter mit Teersammlern. Ich dachte, ich hab die alle. Wie kann es denn sein, dass immer noch welche da sind? Komm ich ja wieder zurück. Du hast auf jeden Fall vier, aber die Frage ist eben, wo ist diese Evo-Devo? Aber wäre da nicht dieses Sammle alle? Ich guck nochmal genau. Ich guck nochmal. Nicht, dass ich jetzt hier laufe und nochmal laufen muss. Das ist doch scheiße. Okay, Fracht. Also, wir haben einen Ammoniten. Ja, siehst du, einen Ammoniten, aber Teersammler. Also, wir haben nur drei Teersammler. Nee. Am Anzug befestigt bis fünf. Wir haben vier von fünf. Nur fünf von fünf haben wir nicht. Vier nee, von und fünf eins fehlt auch. Also uns fehlt eins, haben wir nur Ammoniten. Das ist das andere. Oder? Aha. Teersammler sind diese hier, diese komischen. Haben wir uns vorhin auch verlesen, haben wir nur auf das eins von fünf. Also wir haben drei von, genau, wir brauchen immer noch zwei, deswegen wird das auch noch nicht angezeigt. Naja. Ach. Das ist jetzt, aber es ist egal, weil wir eh in diese Richtung jetzt laufen werden. Also, lass mich kurz mal gucken, ob einmal die Richtung stimmt. Ja, nicht ganz. Das würde ich mir wünschen, dass man hier irgendwie eine bessere Automap hätte, dass man unten rechts eine Karte hat. Das kann doch nicht so schwer sein jetzt. Ja. Aber ja, das ist jetzt auch Rumgeheule, was man nicht braucht. So. Oh, da war ein. Naja, irgendwas ist hinter mir her. Rechts von dir. Wir kommen rechts, ja, ich sehe es. Kannst du mal dein Sturmgewehr ausrüsten? Ach, ich renne da weg. Die kriegen mich gar nicht. Shit, das haut nicht hin, ne? Wir sind. Nimm dein Sturmgewehr, Alter. Sam, muss ich wohl um eine Leiche kümmern. Oh, denk dran, ne? Das. Egal, wie es passiert. Ach, das ist ja gar nicht Betäubung! Ja. Jetzt ist ja alles egal. Was soll ich denn jetzt machen mit denen? Kann ich nicht weg? Kann ich nicht abhauen? Was mache ich jetzt, Nils? Ich dachte, ich betäub die oder so, aber die sind jetzt tot. Original, wir haben immer nur die Bola-Guns benutzt, deswegen weiß ich auch nicht, was passiert. Muss sie entsorgen. So, jetzt gehe ich da hin und was mache ich jetzt? In Leichensack legen. Ja, okay. Lass mich doch mal, wir sterben sonst alle, du Depp. Du musst die Leichen von deinen Brüdern doch verpacken. Siehst du ihn? Ja, leise. Ich meine, ey, die haben mich angegriffen, ne? Ja. Ich bin am Ende der Gelackmeierte hier. Und wir explodieren alle. Und alle werden dann sagen, oh, das hat der Simon aber, der Bockt. Sam aber doof gemacht. Nein, hab noch Muni. Okay, so, in Leichensack legen. Oh. Es wird eng, ne? Spannend! Reicht das, wenn du die in Leichensäcke einpackst, oder muss man die noch anderweitig
hinter dir noch. Vielleicht muss ich auch nicht alle einpacken. Ich würde schon sagen, ja. Alle, die so ein Zeichen haben. Das hört ja nie auf! Kaum will ich die reinpacken, kommen wieder neue. Muss ich die wieder killen? Hab ich gar keine Muni mehr, ne? Das war eh, jetzt ist vorbei. Ja, das war echt blöd von mir. Also, echt blöd. Ich habe erst die getriggert, dann bin ich davongelaufen, dann habe ich sie getötet. Aber es ist halt auch das erste Mal, dass ich überhaupt mit sowas in Verbindung komme. Ich habe noch nie gekämpft. Also noch nie außerhalb dieser Weltkriegsgeschichte, wo ja nichts passiert. Bola-Guns, deswegen waren die immer so geil. Ist dieses Gebiet, wo du da im Tod rumschwimmen kannst? Genau. Aha. Das ist lange her. So. Frage ist, wo sind wir jetzt? Und wie viel Shit brauche ich jetzt noch für die Mission? Hauptsache, die Brille hat's überlebt. Oh nein. Das sieht gut aus. Nee, sieht voll schlecht aus. Wieso? Das ist genau die Ecke, wo wir waren. Ja, ist alles weg. Du musst weg ist es eh klar. Aber hier wollten wir ja hin. Wir hatten ja nicht genug. Doch, ja, sammle alle. Ach nee, das wird noch angezeigt. Okay. Wir müssen erstmal alles wieder einsammeln. Aber bevor wir das machen, machen wir eine klitzekleine Werbung. Ich mach's währenddessen schon mal. Simon stapft schon mal los. Auch die ganze Fracht, die wir beim Tod verloren haben, müssen wir auch erstmal alle einsammeln. Ach, nix, lass ich alles liegen. Nix davon wird eingesammelt. Nix. Okay. Nix wird eingesammelt, aber wir sammeln ein bisschen Geld ein. Durch Werbung. Gleich wieder zurück. Da sind wir wieder. Death Stranding. Gerade ist der Tod gestrandet in unserem Leben. Fall. Ich habe keine sinnvolle Waffe. Ich kann wirklich nur wegrennen. Ja. Aber die Füße können ja auch eine sinnvolle Waffe sein. Man kann ja auch so gegenscannen, wenn die einem. Oh nein, da liegen die Leichensäcke. Das heißt, die sind auch noch da. Oh, oh. Nein, das glaube ich nicht. Also, wenn das ist, das wäre halt echt scheiße. Man kann sich in dem Rauch ja auch verstecken, ne? Da, also in diesen Rauch. Ist da mein Kram? Ja, da ist mein ganzer Kram. Dann hole ich den halt. Ich meine, von den Gegnern auch da. Kannst du im Rauch verstecken. Ja, ja, das, ich denke, das geht sogar. Das ist eigentlich so selten dämlich, in diesem Szenario so Kämpfe auf Leben und Tod auszutragen, wenn doch ganz offensichtlich alle davon verlieren. Ja, das ist wirklich nicht klug von ihnen gewesen. Von mir halt auch nicht, aber die haben auf jeden Fall angefangen. Das muss man aber auch sagen. Du musst jetzt die Sachen erstmal einladen. Ich dachte, oh, das muss ich auch noch manuell machen. Er hat doch gerade gefragt, ich möchte alles davon nehmen. Ich dachte, er hat es. So, muss ich jetzt mehrere auswählen? Ja. Kann ich auch alles auswählen? Ja. Nee, warte. Das will ich nicht machen. Ja, okay, weil ich die anderen Sachen gar nicht brauche. Chemikalien und Keramik würde ich auslassen. Hast du ja recht. Aber Schrotflint und Handfeuerwaffe hat mir jetzt auch nicht geholfen. Ne? Schockbomben. Ja, ich nehme mal eine mit. Gut, oder? Da werden die zumindest dann so gestunt. Schockbombe ist gut. Ja, die ist richtig gut, auf jeden Fall. Das brauche ich nicht. Obwohl die. Ah, komm, da gehe ich eh nochmal hin. Also, Teersammler, die, wo kommen die hin? Die ist auch für die Biologin, okay. Also, zwei. Ich glaube, es könnte doch stimmen, weil hier steht auch, dass man beides ihr liefern soll. Lieferung von Teersammlern und Ammoniten. Also, vielleicht ist das tatsächlich 1, 2, 3, 4 und da fehlt ja noch 5. Mhm. Das fände ich ganz geil. So, das haben wir jetzt alles. Ja, wieder gedrückt halten. Oh, ja, eine. Das machen die doch absichtlich. Das machen die doch absichtlich. Nils! Einfach X gedrückt halten. Nein, es funktioniert so nicht. Ja, okay, dann warte mal. Entschuldigung, dann geh noch mal auf das. Ich glaube, ja, ich bin ja auch nicht. Jetzt gehst du mal auf Start oder sowas. Oder X. Ich will es nicht in mein Lager schicken. Auf gar keinen Fall. Wie kann ich das jetzt? Ich will es nicht in mein Lager schicken. Ja, was soll ich machen? Also die noch mal auswählen, jetzt alle, die du mitnehmen willst. Ja. Ah, und dann das. Also, genau, du kannst das aber erst auswählen und dann. Fuck. Ich nehme die jetzt trotzdem alle mit. Okay. So. Dann war das auf dem Rücken tragen. Ja, dann kannst du mal. Auch nein. Mal X drücken. Ja. Not a fan. Okay. Gut. Mann, hätte ich das einfach mit der. Hätte ich das letztes Mal schon alles besser gemacht. So.
Okay, da, hier mal, sind die sind halt echt da, Alter. Hast du den Stern gesehen? Drei Leerstütze. Das ist so krass. Das macht's ja richtig unangenehm, die Leute zu töten. Ja. Da möchtest du fast, wie so ein Killer, der am Ende die Leiche entsorgen muss. Da denkst du dir auch, oh, brauchst du den einen auch noch? Der hat doch kaum was gesehen. Aber ich schnapp die jetzt alle. Man müsste Cleaner rufen können. Ja. Weißt du? Das, ja, ein bisschen Geld oder so, ja. Ein paar Leihgießen. Ja. Und dann macht er mal sauber jetzt. Ist doch für uns alle. Ich mach schon so viel Shit für andere. Haben die dich wieder gescannt? Ja, aber ich muss ja jetzt nur mal hier hin, oder? Ja. Oder nicht? Ja, ja. Oh, da ist schon was im Anmarsch. Vorsicht. Schon die Luft angehalten. Da hauen die Typen wahrscheinlich aber auch ab. Beeil dich. Weiß gar nicht, wo die herkommen, wohin ich gehen soll. Ich warte einfach. Leichensack. Jetzt kommen ja die auch noch. So, und die Leichensäcke muss ich doch jetzt nicht irgendwie noch erstmal tragen. Erstmal den Leichen oder? Stecken. Leichensäcke stecken. Halt echt auf Rücken tragen. Nils, das wird nix. Das wird halt echt nix. Wir können doch jetzt nicht hier 6, 7, wo sollen wir die denn hintragen? Ich weiß überhaupt nicht, wo man, aber vielleicht... Alter, reicht mach das, mal was jetzt hier! Vielleicht reicht das, wenn du die Leichen in Säcke packst. Ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Ich werf jetzt hier Sachen weg. Das ist, ich weiß nicht, Nils, ich habe dieses Spiel noch nie gespielt, ne? Ich habe keine Ahnung, warum der so wenig Power hat. Ich raffe es nicht. Ich weiß es nicht. Also was ist denn los? Warum geht das so? Warum ist das so doof? Eine Kiloanzahl auf jeden Fall. Vielleicht bist du gerade total erschöpft oder sowas. 61 Kilo von 130. Ich bin autotoxemisch. Das ist wahrscheinlich ein Hauptproblem. Autotoxemisch. Toxemisch, ja. Okay, du hast vielleicht zu viel Gift eingeatmet. Kack. Kann das nicht mit einem Blutbeutel gehalten? Wir haben ja auch, haben wir denn unsere Sauerstoffflasche an, eigentlich? Sauerstoff-Dingsbums? Da man es hier in dem Menü nicht sieht, ich muss jetzt gleich mal gucken. Nee, deswegen. Sag mal, ich habe die aber doch mehrfach schon irgendwie angezogen. Was ist denn da falsch jetzt? Da. Maske aufsetzen. Keine Ahnung, warum das nicht. Ich meine, es ist am Ende immer natürlich der Fehler des Spielers. Ist mir bewusst. Aber ihr fickt euch doch wieder. Kommen Sie. Aber sie sehen dich nicht. Könnt ihr nicht eure Leute einfach mal selbst in die Säcke packen? Ja, haut ab. Wie dumm, dass die halt wirklich dran vorbeilaufen. Aber für mich natürlich jetzt sehr gut. Also, wenn wir das jetzt falsch machen, war es das oder was mit dem Spiel? Ich habe keine Ahnung. Ey, wenn, ich sag mal eins. Mach ich jetzt wirklich eins. Wenn wir jetzt 6 oder 7 Leichen quer durch die Pampa in irgendeinen Vulkan schmeißen müssen, vielleicht können wir die dann auch, kann mich dieses Spiel getrost am Arsch lecken. In diesen Teersumpf schmeißen. Ja, das ist ein bisschen meine Hoffnung. Das hoffe ich tatsächlich. Ich überlege ganz ich hoffe eigentlich, dass das hier schon reicht. Einfach. Als wir damals auf diese. Es gab doch eine Mission, da mussten wir eine Leiche abtransportieren. Ah, siehst du? Auto. Deswegen. Der Dings ist beschädigt und deswegen macht er ihn ab. Was ist, wer ist beschädigt? Der hier, die Sauerstoffmaske, eine davon ist beschädigt gewesen. Deswegen hat er sie. Graf ich nicht, aber eben gerade hat er sie abgelegt. Man braucht Akku, wenn sie ausgerüstet ist. Ja, wir haben keinen Akku, das ist Problem. Kann ich keinen Spielstand laden oder so? Das ist doch Quatsch, dass ich jetzt mit diesem Spielstand weiterspielen muss. Oder? Ich meine, vielleicht ist das ja so gedacht und dann finde ich es cool. Aber ich habe eher das Gefühl, dass ich kannst verloren du. Bin. Guck mal, ob du. Hast du ein. Kit hast du auch nicht dabei, ne? So ein Baukit? Nee, kann man von hier produzieren? So ein TCP, oder muss ich ja, könntest du, dann könntest du so eine Batterie. Mal gucken, Leichen, da ist noch eine, zwei. Da ist jetzt auch echt viel schief gelaufen. Das hätte ich mir auch natürlich anders gewünscht. Ja, du hast jetzt ja wirklich zum ersten Mal eine Krisensituation meistern müssen. Davor, dieses Rumgelaufen ist jetzt ja nicht wirklich. So. Aber das sieht aus, als wären die auf den Falschen getroffen. Ja, probier mal, ob du in diese schwarze Tümpelkacke da, obwohl du eh gleich wahrscheinlich hinüber bist. Ich weiß es nicht, das sieht nicht gut aus. Na gut, immerhin kann ich hier nicht speichern. So, ich versuch's mal mit dem Wasser jetzt. Oh. Keine Ahnung. So. Vielleicht müssen wir das auch gar nicht mehr machen. Das wird nicht. Guck, das ist aber ein Bach. Nee. Ja, wir haben ihn doch in die Pfütze gelegt. Ich dachte, warum? Das ist so ein Tümpel, ja, aber ist gar nicht. Das ist halt einfach Shit, Alter. Ich weiß ihn einfach ey, komm, ich starte neu. Das ist doch Bullshit hier. Nee. Das mache ich nicht mit.
Aus, raus! So. Welchen Auftrag? Begonnener Auftrag, ja. Lieferung von Tersam und da war's doch. Automatischer Speicherpunkt 21, 34, 21. Und das ist wahrscheinlich der. Nee, ist der vorher. Da warst du auf dem Weg gerade, ja. So, bitteschön. Hier, viel Spaß. Ich soll das war machen. Dieses geile Spiel. Kannst du mal schön jetzt auch mal spielen. Hm, na, ist das aber gut. Hat er die Nase voll? Nein, jetzt bevor ich alle wieder auf. Aber hat er das doch so es gut? Es bringt doch nichts, wenn ich das jetzt nochmal versuche und es wieder nicht klappt. Ich muss mich auch nicht beweisen. Ich weiß, dass ich die Stelle schaffen würde. Huch, warte mal. Jetzt aber wichtig ist doch jetzt erstmal, dass wir vorankommen. Wir beide wollen das Ende sehen. Vom Spiel sind wir beide nicht so begeistert. Also lass uns doch einfach spielen. Ja, ist ein weiter Weg noch, leider. Aber es geht halt nicht anders. Ja, ja, wir machen das jetzt. Pass auf. Weiß ja einfach Querfelder ein. Ja. Geht auf jeden Fall schneller. So, hier bist du jetzt hast du ja auch noch mal alles. Du hast zwar immer noch keine Munition und nichts. Da musst du echt aufpassen, aber du kannst jetzt natürlich noch mal völlig neu an diese Sammelaktion rangehen. Auch ohne vielleicht die GDs zu triggern. Das würde schon viel helfen. Ja, ja, eben. Das ist ein bisschen meine Hoffnung. So, dann gucken wir mal. Das ist ein bisschen doof, dass wir hier nicht genug Akku haben. Also dieses Konzept der Leerstürze, irgendwie komme ich da nicht so ganz dahinter, ob das genial ist oder saudumm. Weil ich meine, die sterben doch ständig, da stirbt doch ständig irgendein. Ja, das also ist, ne? Die sterben ja. In den Bunkern, die sterben an einem Herzinfarkt, die sterben da. Ja. Der eine Hartmann macht, der stirbt ständig. Ständig. Also, was ist da jetzt die Logik dahinter? Wie funktioniert das denn bitte? Diese Nekrophilo-Fumbo-Status. Also irgendwie erst, wenn die Leichen Leichenstarre haben oder Verwesung einsetzt oder irgendwie so, dann erst. Deswegen haben wir ja unsere eigene Mutter dann ja auch erst geschleppt und dann in den Dings, damit dieser Zustand nicht eintritt. Ja, ja, okay. Genau. Ich mache mich hier jetzt auch nicht lustig drüber. Ich versuche es einfach nur wirklich zu verstehen, was jetzt genau die Regeln sind. Aber das sieht gut aus. Da vorne ist unser Kram. Da hast du dann nämlich auch direkt. Kann das sein? Nein, da kann ja nicht unser Kram jetzt. Nee, das ist einfach nur wahrscheinlich wo ich die Markierung gesetzt habe oder so. Es sieht aus, als wäre dieser Stein total wichtig. Da ist auch so ein schönes, wichtiges Symbolchen. So, jetzt geht's hier los. Ich wollte eigentlich kurz aufs Klo, aber das gucke ich mir jetzt noch. Nee, mal vor. Das werde ich jetzt hier nicht verpassen wollen. Du gehst hier mal rein aufs Klo. Ich habe wirklich original nichts, ne? Ich habe wirklich gar nichts dabei. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Ich habe ja eigentlich, habe ich viel weggelegt oder hatten wir nichts? Weil offen gesagt, ich habe ja die Waffen nie benutzt bisher. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt welche dabei hatten. Aber wir werden uns beim nächsten Mal, das wäre mein Tipp oder mein Wunsch, sollten wir das einmal richtig ausrüsten. Ja. Einmal so Exoskelett, Batterien, diese STKs, diese komischen Stück, diese technischen Gewerke, mit denen man was bauen kann. So. Da habe ich Bock drauf. Einmal alles richtig zu haben. Bisschen Ebola-Gun. Das gefällt dir auch nicht. Das kannst du gar. Oh, hier links kannst du ja ein paar von den Würmern essen. Oder? Ja, ich habe Kryptobioten. Das ist, glaube ich, füllt dein Blut. Wieder auf, aber ich habe ja nichts, was das Blut. Ach, das gibt noch nicht mal sowas wie Ausdauer zurück, oder wie? Ja, wahrscheinlich hast du recht, es gibt nur. Oder ist das da unten deine Ausdauer oder dein Stiefel? Bitte? Unten links, ist das dein Stiefel oder die Ausdauer? Ja, Entschuldigung, du hast andere Sorgen. Kannst du natürlich jetzt auch killen. Das geht ja eigentlich. Ich habe ja nichts zum Killen. Genau, Blut doch. Blut. Ach, du hast. Ist ja der alte Spielstand ohne Waffen. Ah, Blutgranaten? Auch keine? Nein. Was haben wir denn gemacht? Anderen Seite ran. Wir haben geduscht, Monster, aber die ganzen Waffen vergessen. Ja. Ja. Ja, vielleicht habe ich ja Glück und komme hier irgendwie jetzt um die rum. Guck mal. Das ist nicht das, was ich brauche.
gucken. Das hinkriegen. Die sind hier überall, das ist natürlich echt. Fühlt sich so ein bisschen so an, als wenn das Spiel nicht wollen würde, dass man das. Nee, hast du ja vorhin gesehen, die haben direkt an die Locations haben sie dir die GDs gepackt. Ist ja auch irgendwie. Das würde ich auch machen. Mann, das ärgert mich echt, Mann. Ich war doch schon fast weg. Hätte ich einfach nicht geballert. Ach. Ja, guck, Mann. Wäre ich halt gestorben. Ja und? Ja. Und dann hätte ich meinen Kram wieder geholt. Ja. Aber durch diese Morde, die mir zur Last gelegt wurden, mehr oder weniger wurden sie mir aufgezwungen, durch diese Morde war ich dann in der Bredouille. Ja, auch, guck mal. Das ist ein richtiger Ring. Ich habe gar keine Chance. Kannst du die weglocken? Hier geht sowas. Ey, ihr habt noch mal diesen Nabelschnürenschneider. Weißt du noch? Das, hast du den nicht? Ist das nicht nahkampfmäßig so ein Ding? Ist das nicht quasi was, was du immer hast? Ich weiß genau, was du meinst, ja. Den hat uns doch diese Handschelle oder so, kann das doch. Ja, ja, die Handschelle kann das. Na komm, versuch das doch mal. Oh, er hat dich, er hat dich, wegrennen. Aber du kommst doch weg. Einmal kommst du weg. Ja, kam ich nicht in Berko. Ja, das war so, als wenn die das irgendwie so ein bisschen gewollt hätten. Der ist mit der Nabelschnur durch. Du musst da einfach, das wollen die, Mann. Die wollen das. Aber danach, wenn ich es jetzt schaffe, hier rauszukommen, sind sie danach halt auch weg. Ne? Versuch ruhig, auf dem Weg nach draußen schon was einzusammeln. Ja, ich muss mal. Wenn ich jetzt einmal, boah, wenn ich es schaffe, geil, rauszukommen, dann habe ich auch die Zeit, dann kann ich auch in Ruhe. Ja, ich möchte nur noch mal dran erinnern, dass direkt danach kommen diese Dudes und suchen. Aber die sind ja leichter auszutricksen. Ja, eben die sind jetzt nicht so mein Konzern gerade. Es ist so hübsch irgendwie und geht einem aber auch so auf die Nüsse. Mit ein paar Granaten wäre so einfach. Wir sind echt einfach auch blöd. Es ist, tut mir leid, Nils. Ich habe dich in dieser Situation fehlkalkuliert. Und ab? Ja, ne? Oder? Ich glaube, sie hauen ab. Ja. Okay. Gut. Na, ist doch in Ordnung. Das wollten wir doch. So. Sind sie losgeworden? Und jetzt gucken wir mal, ob der Scanner wieder kommt. Deine Energie ist auf jeden Fall auch weg. Ah, sieht das schön aus plötzlich. Orange reicht mir. So, okay, jetzt können wir alles einsammeln, der Reihe nach. Ach, ich trottel, mal die Liste. Also, pass auf. Da sind wir. Bin ich? Sam. So, pass auf. Da. Zack. Dann. Da.
sind schon mal 4. Reicht das dann doch vielleicht? Meinst du? Hoffentlich haben wir keinen übersehen. Lalalalalalalo! Rutschpartie! So. Schöne Teersuppe drin. Heiße Quellen. Fehlen noch irgendwelche komischen Berg-Paviane, die in diesen heißen Quellen sich erfrischen. Ist das hinter diesem Ding? Oder davor? Kann ich außen rumlaufen, ne? Wahrscheinlich. Was ist da oben? Stopp! Wo bist du? Kollege. Da unten. Aber schön zu sehen, wie das läuft. Also wie er läuft und es läuft und du läufst. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Das war mein Plan, als ich dir das Pad gegeben habe. Das so, jetzt haben wir alle. Ja, toll. Jetzt müssen wir da oben hin. So, Evo Devo. Frisches Berggras. Durchsetzt mit einigen Teerfischen. So. Ich will wirklich wissen, wie es ausgeht und was dahinter steckt und so. Ich find's ein bisschen bedenklich, weil so viele jetzt schon gesagt haben, ja, das wird am Ende alles gar nicht erklärt oder zumindest ist gar nicht so spannend, wie ihr denkt und so. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das nicht interessant sein soll. Ja. Also, sie müssen ja irgendwas erklären und es ist ja eigentlich fast egal, was sie erklären. Hauptsache ihr löst mal ein paar von den Fragezeichen auf. Und ob das dann was ist, wo ich jetzt nicht mit rechne, das ist mir fast schon egal, wenn's cool ist wenigstens. Ja. Er kann ja heute eh nicht das Rad nicht mehr neu erfinden, also. Ah, das ist in der Tat ziemlich schwierig. Alter, das tut mir richtig weh, wenn ich sehe, wie der mit den. Das sind so viele von diesen. Du gönnst ihm aber auch einfach keinen Chill heute. Er hat jetzt ja auch keine Dings mehr, kein Exoskelett mehr. Ja, ich meine, er tut mir aber nur leid, wenn ich sehe, das sind wie viele Koffer? 1, 2, 3, 4, 5? Ja. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14. Kein Problem. Schatz, trägst du meine 14 Koffer mal schnell? Natürlich. Ich hol nur das Gerüst. Meinen Koffer hast du etwa aussortiert? Ja, du meinst meine Schuhe, du meinst meine Hüte, du meinst meine Socken. Dampf, Stampf. Oh, jetzt ohne Skelett hier rauf, ey. Ich brauch ein Stromaggregat. Komm, das bringt hinter auf den Füller. Danach kannst du Wein treten. Ja. Er muss richtig geile Schenkel haben hier. Das ist der Weihnachtsmann eigentlich. Im Grunde ist es die Geschichte des Weihnachtsmanns. Das wäre eine gute Mod.
Ja. Da sieht man mal, was für ein Akt es ist als Weihnachtsmann. Ja. Was du da alles machen musst. Gut, ich meine, man muss fairerweise sagen, der hat natürlich auch einen Schlitten. Ja, nicht in meinem Spiel. In meinem Spiel muss er es zu Fuß machen. Was ist das da hinten? Altes, kaputtes Haus. Ich sag's euch, die Weihnachtsmann-Mod. Die werden wir im Dezember erleben. Irgendwas wird es geben für den PC. Weihnachtsmann. In Kürze erreichen wir unser Ziel. Bitte packen Sie Ihr Gepäck ein. Gebäck? Gepäck. Das ist eine gute Idee. Gepäck, Gebäck. Gebäck, was wirkt, funktioniert wie Gepäck und dann kannst du es am Ende aufessen. Am Reisezielort aufgegessen. Das finde ich gut. Wir sind gleich da, mein Freund. Nur noch 35 Meter durch den Schnee stapfen. Dann haben wir es. I'm so happy. Oh, und dann brauchen wir mal hier schön eine heiße Badewanne. Oh, wäre das toll. Ich kann es so gut nachvollziehen. Du hast jetzt schon so weiße Eiswasser in den Stiefeln. Und in den Ohren sammelt sich schon so irgendwas an. So, jetzt will ich aber eine Cutscene. Ich bin beeindruckt, Sam. Danke. Nicht viele Leute hätten es überhaupt versucht. Ich hab's versucht. Darf ich mal gucken? Völlig unbeschädigt. Und der Teer im Inneren ist unberührt. Bitteschön. Du enttäuschst mich nicht, mein Freund. Natürlich nicht. Es ist awesome. Das ist doch mega gut. Erfahrener Transporteur. Voll gut. Wir haben es einfach drauf. Gut. Verbinde mich mit dem chiralen Netzwerk. Jetzt geht meine Forschung erst richtig los. Eine bescheuerte Mütze, ey. Aber die ist teerabweisend. Noch ein Kuchenstück. Geil. Mm. Das war das dickere. Aber es sieht fast so aus, als ob gar nichts passiert, oder? Auf der Karte. Ja, jetzt momentan habe ich auch das Gefühl, es geht nicht mehr voran. Da ist gar nichts mehr irgendwie gewesen jetzt. Boah. Der Teer steigt vom Strand hoch. Natürlich bin ich davon überzeugt, dass der Teer mit den GDs und dem gestrandeten Tod zu tun hat. Immerhin sind Teer und Zeitregen die bestimmenden Merkmale des Ökosystems nach der Strandung. Solche plötzlichen Umweltveränderungen führen unweigerlich zum Aussterben nicht anpassungsfähiger Organismen. Diejenigen, die sich anpassen, tun dies mittels Enhancern, DNA-Abschnitten, denen erfolgreiche Organismen ihre Vorteile verdanken. Diese genetischen Faktoren sind der Schlüssel zur Evolution. Es gibt allerdings auch Gene mit gegenteiliger Wirkung. Sie benachteiligen Organismen. Extinktionsfaktoren werden sie genannt. Das sind die Samen von Fortschritt und Obsoleszenz. Solche Faktoren könnten in uns allen schlummern. Irgendwann über uns entscheiden. Über jedes Geschöpf seit Anbeginn des Lebens. Falls das so ist, könnte der Teer uralte Beweise verbergen. Beweise für diese genetischen Entscheidungen, die uns an unserem jetzigen Scheideweg helfen könnten. Wie auch immer, dank dir kann ich mir die Zusammensetzung des Teers jetzt genauer ansehen. Wenn ich etwas Interessantes herausfinde, lasse ich es dich wissen. Ja, so wieder. Gut gemacht, Sam. Du hast uns sehr bei der Erforschung des gestrandeten Todes geholfen. Mehr als du denkst. Danke nochmal, dass du mir Mamas Leiche und diesen Ammoniten gebracht hast. Apropos, die Analyse seiner Nabelschnur geht übrigens schnell voran. Ich habe die Daten mit einigen unserer wiederhergestellten Archive verglichen. Wie dem auch sei, kommst du bitte zurück zu meinem Labor? Die Vorbereitungen für die Integration des chiralen Relais sind abgeschlossen. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du das für die Wiederherstellungsarbeiten notwendige Material sammelst und herbringst.
Wieder eine Sammelarbeit. Terminal. Aber das ist zum Glück direkt in der Nähe. Hartmanns Labor. Also nicht in der Nähe, aber auch nicht weit weg. So. Das war alles nur Quatsch. Wollen wir nicht. Weg mit dem Shit. Soll der Roboter machen. Ja, bitteschön, mein Freund. Lass dich mal erkenntlich zeigen. Bitteschön. So, aber hier krieg ich jetzt keine. Das kann man theoretisch mal wieder machen. Das kannst du mal machen, ja. 33, 36, was ist das nochmal? Ja. Ist die Zeit? Nee. Das ist vielleicht die Zeit. Lieber. Maximale Likes? Setze autonomen Lieferbot ein. Tschüss, Botti. Okay, so und jetzt die Frage, mein Freund. Es gibt jetzt hier keine Aufträge mehr für Sam. Aber du musst zu Hartmanns Labor. Ja, müssen wir da wieder hin? Na, ich weiß nicht, ob wir müssen, aber er meinte ja gerade irgendwie, komm vorbei und kann sein, dass da die nächste Mission auf uns wartet. Ja, Ziel. Hier ist leider kein Auto? Nee, hier kein Raum zum Duschen und so, weil da können wir Schnellreise machen, wenn wir eh nichts dabei. Ja, jetzt, ne, ohne die ganzen Waren würde ich das auch gerne mal machen. Warte mal, bin ich jetzt eigentlich noch richtig? Da muss ich nicht. Achso, er hält den Mund an, das wollte ich gar nicht. Welche Taste drückt? Warte mal, bin ich doof? Ja, ich meine doch, ich muss nämlich nach hier. Über die Berge. Das ist der einfachste Weg wahrscheinlich. Die Markierung ist schon irgendwie richtig, einfach da hoch. Ja, so. Dann hier über den Bergrücken. Und ich glaube, genau, da ist ja auch ein Bett. Du kannst wahrscheinlich von da reisen. Stimmt, da. Ja. Online-Schutzhütte. Ja, müsste eigentlich reichen. Da steht auch Fragile-Sprung möglich. Also ist es ja wohl. Ja, das ist es. Ja, da gehen wir hin. Sehr gut. Das ist der Vorteil, wenn man mit leichtem Gepäck reist. Tschüss. Das sieht nicht wie leichtes Gepäck aus irgendwie. Für uns? Dann guckt ihr es an, Alter, bis zum Knie im Schnee. Nee, dann liefert euren Mist selbst, würde ich da sagen. Kniehoher Schnee ist für mich no, das ist No-Go. No-Go, ja. Ja, für den wahrsten Sinne, ja. Guck mal, jetzt schafft er richtig Meter gerade. Oh ja. Da würde ich mir wahrscheinlich einfach am Knie die Arme, die Beine weg und dann auf so ein Surfboard. Mhm. Aber warum oder Knieschoner, die zu so einem Surfboard werden oder so, dass du so. Ja. Hast du aber so einen kleinen Antrieb noch. Schwierig. Finde ich alles eine ziemlich gute Sache. So, guck mal, hier können wir nämlich dann Schnellreise machen. Die Person, die das hier gebaut hat, ja, die macht, kriegt Likes. Den mag ich. 4.307 Likes oder so. Ist mein bester Freund. Hallo. Hi. Bin auch dabei. Oh, bitte nicht die Schuhe jetzt. Ich wirklich, nach so einem Trip möchte ich die nicht sehen. Das ist wirklich fertig. Fairerweise, er hat jetzt wirklich schon einiges erlebt, ne? Er ist richtig dreckig. Ich glaube, er muss einmal schnell duschen. Oh Gott. Ja, komm. Ja, tut mir ein bisschen leid. Bevor du reist, darfst du einmal schnell duschen gehen, mein Freund. Überspringen auch, ich beobachte dich auch nicht. Man könnte auch einfach das nicht in vier Etappen. Nein, Kojima braucht mindestens vier. Ich brauche vier Cutscenes. Drei ist für Amateure. So, pass auf, was ist denn jetzt der nächste Punkt an dem. Guck vorher am besten mal oben noch. Oder kannst du hier rauszoomen? Ja, da ist doch gut. Sind wir, überhaupt, wir sind noch in dem alten Land jetzt hier, ne? Zentrale Region? Mist, welche Region haben wir denn? Östliche? Shit. Das ist doch ganz im Osten. Also du musst in den Westen. Zentral? Nordwesten war das nicht da? Ist das da der Herzsee? Ja. Schutzhütte. Besser, ja. Schutzhütte von ja, Edix. Perfekt, das ist man. Ne? Das ist doch gut, oder? Zentrale Region, okay. Ja, ja. Kann ich mal merken. Halt. Ja, dann nehmen wir mal die. Das war ein sehr smarter Move von uns.
Ich möchte sagen, wir sind echt. Und da, wir sehen Sie mal wieder. Hallo. Eine Weile her, Sam. Hi. Schön, dich zu sehen. Ebenso. Weißt du noch, wie es geht? Schließ deine Augen und dann stell dir dein Ziel vor. Dass es diese Jacken nicht gibt. Als Merchandise. Auf der einen Seite Wissenschaft, auf der anderen Seite irgend so komischer, ja, oder? Magisch-esoterischer Schmorn. Aber mir fällt auch ein, wo ich sie auch sehe, wir haben ja noch diesen Endboss, ne? Den haben wir jetzt auch lange Zeit nicht mehr gesehen. Naja, doch, vergiss nicht, ich habe den ja gerade erst gekillt, also in dieser Zeitreise. Oder nee, nicht Magnus Mikkelsen, Mix, wo ist er, wo ist Mix? Wer ist denn dann? Wo ist Mikkel? Ist da noch einer? Ja, dieser, der sie quasi gefoltert hat hier. War das der mit dieser, war der die goldene Maske? Ja, ich weiß ja, gar nicht ja, mehr ja. Genau. Der Typ. Schon so lange her wirklich, dass ich es nicht mehr weiß. Der Typ, der sie da so durch den Regen hat stapfen lassen, nackt. Ach, der alte Drecksack, ja, den mag ich auch nicht. Der war gar nicht alt, der war jung, ne? Auf jeden Fall ein Arschloch. Er war auf jeden Fall ein Arschloch, ja. Ein schöner grüner Raum. Grün ist gut, beruhigend. Mich macht das fertig, dass da immer noch dieser ganze Osten von Amerika. Westen. Natürlich Westen. Guten Tag, Stembrotta, Porter, Bitches. Und die Musik noch. Ja, ein bisschen mittelgeil. Ah, mit einem aufgeladenen Akku ist das viel schöner. Hup, 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 mal wie leicht, wie ein Schneekaninchen. Ich finde diese Exoskelette sehr reizvoll. Ja. Also bei einem Umzug oder so, ich würde gerne mal eins ausprobieren. Ich glaube, die sind richtig angenehm. Ja, und dann will ich eigentlich, dass das Exoskelett von alleine läuft und ja, das von alleine macht. Das braucht mich doch eigentlich auch nicht. Endlich habe ich einen passenden Wirt gefunden. Das denken sich die untereinander, wenn sie abends in der Roboterkneipe sitzen und einheben. Und dann bei der Hebebühne. Die Hebebühne schon wieder. Der schon wieder. Gehen. Bring die mal nach Hause, die Hebebühne. Oh. Nils, es ist ein tolles Spiel, aber es macht verdammt müde. Ja, Mann. Oder? Es ist halt darf so man das sagen oder ist man dann Hater? Nein, es ist halt auch für uns mega spät. Ja, wir sind seit einiger Zeit schon hier. Also ich bin seit heute Morgen schon hier. Ich bin auch seit heute Morgen in Gange, seit um 8 bin ich hier. Okay, du wärst hier auf jeden Fall geworden. Ja, seit wann, was ist für dich denn morgen immer noch? Ja, 8 ist für mich meine halt alte Zeitrechnung, so 12 ist schon. Also um 9 bin ich aufgestanden und das ist für mich ganz okay, früh. Okay, um 9 habe ich schon meinen dritten Kaffee geschrieben, zwei Kinder gezeugt. Und ja, also es geht halt schnell, wenn man erstmal erwachsen ist, dann. Manchmal wünsche ich mir, ich wäre wieder. Alle wünschen. Wäre wieder so, dass ich mir Samstag um 15 Uhr den Wecker stelle, damit ich Fußball nicht verpasse. So. Danke, Sam. Bitte. Unsere Vergangenheit hat uns wichtige Hinweise geliefert. Keine Sorge, ich bin gerade erst zurück. Wir haben Zeit. Bei deinem Treffen mit Mama kam es bei dir zu einer starken Antigen-Antikörperreaktion, oder? Da war ein GD im Raum. Das stimmt. Aber etwas anderes könnte dafür verantwortlich sein. In Mamas Körper habe ich ebenfalls große Mengen chiraler Materie entdeckt. Nicht bloß die normale, die sich auf der Haut oder den Anzügen ansammelt. Sie ist in allen ihren Zellen. In Zellen, die nicht mehr aktiv sind. Das GD, dem du da begegnet bist, war besonders. Es war ihr Kind, aber auch ihre eigene Seele. Irgendwie haben ihr K und ihr H sich nicht getrennt. Sie müssen über die Nabelschnur verbunden geblieben sein. Das ist die einzige Erklärung. Deshalb hat ihre Berührung bei mir kein Hämatom verursacht? Ja, und das ist noch nicht alles. 10 Sekunden bis zum Herzstillstand. Was? 5, 4, 3, 2, 1. Ich habe die Lockzeiten geändert. Das HQ wird nichts von dem erfahren, was wir sagen. Das ist ja interessant. Hier, eine Nachricht von Deadman. Sie kam mit der Nabelschnur.
Sam, tut mir leid. Du hättest erfahren müssen, was du da transportierst. Aber ich konnte nicht riskieren, dass Guy Hartman von dem Behälter erfährt. Deshalb durfte er in den Unterlagen nicht auftauchen. Die Sache muss unter uns bleiben. Wir wissen immer noch nicht, ob wir dem Direktor trauen können. Die Nabelschnur stammt von Bridget Strand. Ich habe sie heimlich entfernt. Es war kein Fötus an der Schnur. Sie war außen an ihrem Körper. Ich sollte mich um sie kümmern. Sie sagte, sie sei der Schlüssel zum gestrandeten Tod. Aber dem Direktor sollte ich davon niemals erzählen. Die Schnur zeigt keinerlei Anzeichen von Verwesung oder Nekrose. Fast als stünde die Zeit für sie still. Ich dachte, Hartman würde es vielleicht verstehen. Also ließ ich sie in Mountain Not City zu deiner Fracht packen. Deadmans Beobachtungen waren zutreffend. Es ist genau wie bei Mamas Leiche. Was meinst du damit? Dass sie etwas Einzigartiges verbindet. Beide haben große Chiraliummengen in ihren Zellen. Anders gesagt, die Nabelschnur der Präsidentin hat eine Verbindung zum Strand. Und so konnte sie sich dem Fluss der Zeit entziehen. Ich arbeite gerade an einer Theorie. Sie ist lückenhaft, aber hör sie dir vielleicht mal an. Viele Aussterben haben das Leben auf der Erde erschüttert. Große und kleine. Darunter die großen fünf. Und wenn man sich die Schichten der Erde ansieht, also ihre Geschichte, findet man Chiraliumablagerung für jedes dieser Aussterben. Was, wenn das Auftauchen der Strände und anderer begleitender Phänomene mit Aussterbeereignissen zusammenfällt? Du meinst? Ja. Unser gestrandeter Tod könnte nur der jüngste von vielen sein. Die Daten, bei deren Wiederherstellung du geholfen hast, deuten darauf hin, dass wir gerade das sechste Aussterben erleben. Das sechste Aussterben? Ach komm. Du weißt, was das ist, oder? Ein gefrorenes Mammut von vor 10.000 Jahren? Genau. Und das? Der Eismann von vor... Ötzi. 5.300 Jahren. Mein Kioskverkäufer. Sie hatten die gleichen Nabelschnüre. Blödsinn. Wer weiß, was, wenn Mammut und der Eismann gar nicht eingefroren waren? Willst du damit sagen, die Zeit stand für sich still, so wie für Mama? Leider gingen all diese Exemplare beim gestrandeten Tod verloren. Deshalb können wir die Originale nicht mehr untersuchen. Aber einige Datenfragmente haben überlebt. Über das chirale Netzwerk können wir vielleicht etwas Konkreteres erschaffen mit Evo-Devo-Technologie. Okay, vielleicht so. Ein Dinosaurier von vor 65,5 Millionen Jahren. Der sieht aber noch Parasaurolophus. Übrigens. Nur Säugetiere haben Nabelschnüre. Nein. Ausschließlich Säugetiere haben Nabelschnüre für die Schwangerschaft. Das ist etwas anderes. Nennen wir es einen Strang von der anderen Seite. Ich halte die Säugetier-Nabelschnüre für eine Art Mimese des Strangs, die sich dann mit der Zeit entwickelte. Wir sollten nicht annehmen, dass alles an einem gestrandeten Tod dem Leben schadet. Trilobiten, Ammoniten, Dinosaurier, das Mammut, der Eismann. Alle erhalten, als stünde die Zeit für sie still. Alle, ohne Ausnahme, mit Strängen gefunden. Also könnten alle mit dem Strand verbunden gewesen sein. Und das führt mich im Kontext der Extinktionsentitäts- oder EI-Theorie zu der Annahme, dass Organismen mit Strängen Extinktionsentitäten sind. Siehst du, Sam, EEs sind mit dem Strand verbunden über ihre Stränge. Und durch diese Verbindung verursachen sie irgendwie einen gestrandeten Tod. Du willst sagen, dass Bridget eine Extinktionsentität war?
Für gesicherte Aussagen ist es viel zu früh. Und da du ihren Körper verbrannt hast, erfahren wir es wohl nie. Hickson hatte Amelie eine EE. Und im Gegensatz zu uns habe sie keinen Doms. Sam, überleg mal. Angenommen, Präsidentin Strand war eine EE. Könnte da nicht auch ihre Tochter eine sein? Jetzt, da die Präsidentin fort ist, könnte Hex zumindest darauf hoffen. Also entführt er sie wegen ihrer EE-Kräfte, um ein Massenaussterben herbeizuführen? Vielleicht, vielleicht nicht. Ich bezweifle, dass eine einzige EE einen gestrandeten Tod auslösen kann, falls Amelie eine EE ist. Naja, also Hex scheint das zu glauben. In der Tat. Und wir müssen sie schnellstmöglich zurückholen. Noch eine Minute. Bitte halten Sie sich an etwas fest. Ah, das hier ist echt. Sam, geh nach Westen. Wie soll ich mit Die Hartman umgehen? Mit der gewohnten Zurückhaltung. Er sollte lieber nicht von unserem Verdacht erfahren. Was hier auch noch vor sich gehen mag, wir brauchen das chirale Netzwerk. Okay. Labor-Sicherheitsmaßnahmen aktiviert. 5, 4, 3, 2, 1. Halt rum. Ja. Okay. Du sag mal, dumme Frage, vielleicht hab ich, das haben wir bestimmt schon mal besprochen. Ich hab's einfach noch vergessen. Aber die heißt ja Bridget Strand. Strand ist ja, also Strand. Im Englischen wird's ja Beach heißen. Das heißt, ist das quasi, heißt sie im Englischen auch Bridget Strand und ist das quasi dann, oh ja, das heißt im Deutschen aber Strand, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das ist natürlich dann nicht mehr ganz so offensichtlich, wie es im Deutschen ist. Die heißt ja, Bridget ja. Beach, oder? Also ich denke ja. Also, du hast recht. Weil manchmal, gerade Japaner haben ja oft so auch so deutsche. Ne, die mögen das, so, ja, ja. Die, so die Heinz und Richard ich, und. Aber eher so, wie weiß ich nicht. Stolzkette. Wenn du bereit bist, begib dich zum Ufer des Teergürtels und beginne mit der Arbeit am chiralen Relais. Bring es mit dem Cupid online, sobald es fertig ist. Das benötigte Material steht für dich bereit. Die Vorräte sind begrenzt, also behandle sie vorsichtig. Du wirst auch viel tragen. Alles in allem könnte das einer deiner bis dato schwierigsten Nein. werden. Hartman weiß mehr über den Ort als ich, deshalb übernimmt er jetzt. Die trauen es sich alle gegenseitig auch nicht. Wie soll ich denn trauen? Defibrillation. Abstand halten. Genau. Was diesen Wegposten angeht. Eigentlich wollten wir dort den Wegposten errichten, den wir an den Teergürtel verloren haben. Paradoxerweise haben wir es nicht getan. Weil uns der Ort zu unsicher und das Risiko nicht wert zu sein schien. Das ist jetzt unsere beste Hoffnung. Hoffen wir also, dass unsere Entscheidung damals falsch war. Glücklicherweise ist das gelegte Fundament immer noch intakt. Du musst nur das benötigte Material hinbringen und die Sache zu Ende bringen. Ich fürchte, dass wir nur so das Netzwerk weiter nach Westen erweitern und Amelie retten können. Wir zählen auf dich, Sam. Mhm. Also. Also mal richtig schön unten an die Ecke. Granate. Auf jeden Fall müssen wir jetzt einmal, sollten wir vielleicht genau so gucken, dass wir echt Waffen haben. Frage ist so ein bisschen, ob wir jetzt nicht zu lange planen und es dann gar nicht mehr schaffen, ne? Ich bin rausgekommen, nicht tödlichen Betäubungskugeln. Geil. Das ist ja mega. Ja, die nicht tödlichen Betäubungskugeln finde ich gut. Man hätte echt zwei von bauen. Eigentlich. Keine Ahnung. Klingt super. Aber die gehen ja gar nicht kaputt, oder? Ja, ich habe gedacht, vielleicht habe ich dann, keine Ahnung, mehr Munition. Nö, ist ja okay, wir haben ja eh kaum was. Aber Munition und so sollten wir auf jeden Fall auch noch haben. Ein paar Granaten. Alter. Okay.
Das kannst du vergessen, Alter. Ja, ich nehme jetzt hier gar nicht mit. Da würde ich nur einen Granatwerfer mitnehmen, oder? Du brauchst ja auch noch ein bisschen. Hast du Munition überhaupt genug dabei? Und Exoskelett vielleicht nochmal überprüfen, dass das auch voll ist. Geländeskelett, ja. Ist noch ganz höher Schaden, nicht. Schade? Nee, nur 10 oder so. Aber wir brauchen neue Stiefel. Oh ja. Die sind voll im Eimer. Ich hätte gerne einen Reparieren-Button, der mir halt einfach dann Items wegnimmt. Ende. Diese Wegwerfgesellschaft von Death Stranding kotzt mich an. Alter, ey. Okay, perfekt. Du bist eindeutig bereit für eine lange Wanderung. Können wir nicht so einen Lasten... Alter, ich hab gerade gesehen, wie er rumkreucht. Ja. Mit dem willst du jetzt wandern. Auf die gefährlichste Mission deines Lebens. Aber nimm bitte noch diesen Rollkoffer hier mit und das Vier-Mann-Zelt. So, also erstmal brauchen wir neue Stiefel. Ja. Dreier. Und dann, ja, müssen wir vielleicht wirklich so diese Dinger, ne? Diese Lastenschlepper bauen. Schweben mit Hilfe von Chiralium und verbrauchen im Einsatz chirale Kristalle. Das sollte man sich merken. Wir haben 99. Weiß nicht, ob das viel ist. In Hand tragen? Abladen? Wie muss ich das jetzt machen? Nee, auf den Rücken. Nee, Moment. Abladen, ja. Und jetzt musst du da alles schön auflegen. Was? Machtregal? Nee, jetzt hat das irgendwie nicht mitgeführt. Nimm mal einen und. Warte mal. Ja, geil. Festigen. Und dann da schön drauflegen. Nee, war da nicht das Terminal. Nee, muss ja noch. Jetzt habe ich zwei, geil. Okay, dann geht's wohl doch jetzt doch nur über das Frachtmenü. Wie kriege ich jetzt Frachtmenü? Quadrat gedrückt halten und dann. Okay. Also, da oben ist der Schweber, ja. Geil. Ja, guck mal. Was für mehrere so. Und die drei kannst du schön den Rücken schonen. Sieht gut aus. Ja, super. Genau richtig. Jetzt einfach nur ohne Schmerzen dahin kommen. Das habe ich gemeint, als ich gesagt habe, wir rüsten uns mal richtig aus. So ist das gut. So, was hat sie jetzt gesagt? Im Süden, ganz runter links, ja, wirklich. Ja. Ich wäre schon zufrieden, wenn wir zur nächsten Station kommen könnten. Also einfach einen Safe-Punkt weiter oder so. Nur so für dich, das Bett, was wir potenziell beherbergen könnten. Ach nee, da ist beim Paläontologen auch ein Bett? Ja. Das ist gut, dann speichern wir da. Weil sonst müssten wir wieder hoch in Norden, Nordwesten. Schau. Was ist denn jetzt? Hm? 7 Minuten noch. Das schauen wir nicht so ganz mit. Aber kann man nicht auch mitten im Felde abspeichern? Doch auch. Sofern man nicht geärgert wird von irgendwelchen. Schweinegeselle. Stimmt, ja, du hast recht, man kann nur nicht wenden. Granaten, Rutschgranaten, Betäubungsgranaten. Je nachdem, von wem man angegangen wird, ne? Die Dinger sind eigentlich wie Likebots. Ach, die Schuhe habe ich vergessen, Simon. Ach, du hast deine einfach nur Käseschlappmann. Ach, shit. Ja. Abstellen? Kannst du bestimmt. Ja. Nee. Schweber entkoppeln oder so. Aber du hast doch Stiefel, das sind nur die alten, ne? Okay. Doch, warte, ich kann. Nee, doch, ich hatte sie ja gebaut. Ja, aber du hast sie nicht dabei. Ja, doch, ich kann sie einfach anziehen. Darf man Stiefelkammer befestigen, Anzug befestigen, Hand tragen? Nee, Moment. Das sind die alten. Ach ja, du hast recht.
Und die neuen hast du vielleicht einfach liegen lassen. Ja, du hast die lagen unten noch. Ach Mist, ja, aber ohne Schuhe. Aber du musst dich davon... Ich hätte gehofft, ich kann die hier irgendwie trennen. Schweber lösen. Ja. Hab was vergessen, Entschuldigung. Einmal aufmachen bitte, Dankeschön. Da. Wieder kaputt. Hm? Warum sind die schon wieder kaputte Schuhe? Die sind doch gut. Die haben wir auch voll den Schaden. Na gut. Ne, die sind noch heil. Gucke sie an. Dann habe ich eine. Ja, es sah gerade so aus, aber dann waren es die anderen, die kaputten. Bin mir nicht mehr ganz sicher, was hier noch wahr ist. Da müssen wir ab und zu mal irgendwie chirale Kristalle einsammeln, glaube ich, da. Auf dem Weg. Ja, mal gucken, wie viel das frisst. Man sieht es jetzt gerade nicht. Ja. Auf geht's. Auf geht's. Das ist ein Motorbike. Ja, man müsste natürlich eigentlich auch mal genau wissen, was kostet zum Beispiel ein Energieturm hier, ne? Womit du so. Was sind das hier, Chirale? Ja, oder? Ja. Ist gut. Gut. Damit man immer genug Materialien dabei hat für einen so einen Energieturm, weißt du? Dass wenn die Batterien von den. Ja, dass man sich einen bauen kann, ja. Der dann auflädt, ja. Ja. Das ist aber sehr verlockend. Das ist wirklich sehr verlockend, um echt zu sein. Können wir mal probieren eigentlich, oder? Du kannst wahrscheinlich da nicht jetzt einfach einsteigen mit deinem Kram. Du musst wahrscheinlich alles wieder... Schweber, eins. Ja. Lade auf Fahrzeug. Das ist ja Hammer. Und... Hammer. Und die anderen Schweber auch noch rein. Ja. Liegen die herum. Die muss ich mitnehmen, klar. Im Zweifel. Oder so. Mal gucken, wie weit wir kommen. Machen wir uns vielleicht ein bisschen was. Wahrscheinlich können wir keine 2 Meter weit. Toll, sehr schön. Was ist hier jetzt los? Das ist schon selber leer. Oh nee. Aber kann man an dem nicht vorbei fahren? Muss ich direkt meine Granatendinger ausprobieren, ne? Spürst du das? Kannst du jetzt erstmal kannst du schön, glaube ich, noch durchfahren. Leicht. Das Problem ist, ich sehe nämlich nichts. Also ich sehe jetzt nicht, wo er hinzeigt mit seinem Radar. Ja. Ah, oh ja. Du siehst, dass der schon auf dich zuläuft. Vielleicht erstmal abhauen. Rennen. Schaffst du es? Ja, sehr gut. Der Granatwerfer hat noch Betäubungswaffen. Nee. Okay.
Das sieht cool aus. Hast du den gerade gewechselt? Mhm. Also die war, ich habe geguckt. Schnell gewechselt, gut. Ja. Der war schon, also ich habe geguckt und der war schon dann wieder eingestellt. Ja, du hast scheinbar nur das. Guck mal, du kannst nur das. Da hast du die anderen gar nicht. Ah, das war doch mal angenehm. So muss es immer laufen. Ich glaube, der stirbt. Nee? Doch. Ach doch. Ich glaub, der Weg ist jetzt frei, oder? Stellen wir mal wieder ein. Sieht gut aus. Die sind wichtig, diese Kristalle. So, hatte ich irgendwas verloren? Ja. Nee, das war vom Granatwerfer. Nee, die haben schon, genau, vom Rücken haben sie es ja, genommen. Ja. Immer. Ja. Willst du jetzt im Fahrzeug abspeichern? Ja. Und dann sind wir wieder schön im Warmen und können gut überwintern, finde ich. Obwohl man das ja auch im Auto gute nicht Idee. Sollte. Aber das schaffen wir. Das ist ein guter, speichern? Guter Punkt. Nee. Vielleicht, wenn ich aussteige? Vielleicht im Auto nicht speichern. Ja. Hoffentlich ist das Auto da nicht weg, weil da sind seine ganzen Sachen drin. Ja, das wäre einfach nur lächerlich. Das empfände ich ja nicht als Speicher. Ich glaube, weil die Gegner in der Nähe sind. Mhm. Fuck, wir müssen noch ein Stück fahren. Ist auch nervig, oder? Ich meine, die können auch dann einfach, selbst wenn ich dann ein Stück fahre, dann sind die halt noch da, die Gegner, ist doch egal. Ja, aber ey, das ist bei meinem E-Roller auch so. Letzt habe ich den E-Roller geparkt neben vier anderen identischen E-Rollern und das System sagt mir, hier darfst du nicht parken. Und ich denke mir, da sind vier fucking Roller. Die sind alle auch hierher gekommen. Da habt ihr nicht gemurrt. Also, es passiert. Aber das ist natürlich jetzt ungünstig. Sehr gut reagiert. So kommst du nämlich raus aus der Scheiße hier. Ja, hinter dem Wagen, genau, sehr gut. Das noch eine. Jetzt speichern? Ja, ja, immer noch nicht. Na, hier nicht, ja. Da ist ja auch noch einer, okay. Ah, was ist das? Weg! Was? Hat scheinbar was gebracht. Ja, du hast ihn gekillt. Mhm. Also man kann einfach nur da, wo die sind, wo die angeblich, wo die mit ihren Flatschen kommen, kannst du einfach draufballern. Ja. Das ist aber auch eine gute Info. Ja. Was ist denn jetzt? Oder? So, willst du Nummer 8? Da ist ja immer noch eine. Da. Ach, ich kann sie so gerne schreien. Das scheint ihnen aber nicht zu gefallen. Töten wir die in dem Moment oder was genau passiert mit denen? Keine Ahnung. Die armen Kerle. Oh, was ist das denn jetzt? Nehmen wir mit, die sind gut für diese Schwere. So, check doch nochmal, ob du speichern kannst. Und dann ach, ich trottel. Vielleicht geht das auch nicht auf dem Weg. Ja, es geht nur nicht, wenn Gegner in der Nähe sind, meine ich. Das würde ja auch passen. Also, da müssen wir echt nur ein bisschen weiterfahren. Einfach mal in die nächste Ecke. Warte mal, haben die mir irgendwas.
Warte mal, ich war ja wieder da drin. Die haben mir wieder irgendwas rausgeholt, oder? Shit, die Sachen, die ich auf dem Rücken hatte, ne? Muss ich wieder einsammeln. Was sind die denn? Eigentlich haben sie ja nichts rausgeholt. Du bist ja hier angegriffen worden. Ja, aber da. Achso, jetzt habe ich es ja wieder auf dem Rücken. Nee, dann ist alles gut. Ja, nee, ist alles gut. Du hast recht. Ich dachte, weil das da, weil ich da so eingestiegen bin und dann waren die auf einmal weg. Deswegen habe ich kurz überlegt. Oh, wie geil, dass das Ding innen auch komplett eingeschneit ist. Ja. Das ist drin genauso kalt wie draußen. Bevor du, genau. Du, Ja, okay. Ich sage nichts mehr. Ah, ist das der Punkt, an dem wir nicht weiterkommen? Doch. Ah, warte. Nein. Die Physik ist auch irgendwie... So fährt man kein Auto. Gut, dann rollen wir mal hier runter. Dann kann ich mal gucken, ob ich vielleicht speichern kann. Vielleicht geht das ja jetzt hier. Ah, lecko mio. Wo sind wir eigentlich? Ja, wir sind ganz gut auf dem Weg. Oder? Also ich würde jetzt erst noch mal zu dem Bett oder so fahren und dann oder da was bauen oder wie auch immer, aber versuchen zu speichern. Ja, irgendwo, guck mal, da ist die Brücke. Hier, guck mal, was ist denn? Hier kann man doch bestimmt speichern. Hier in so einem, ja, ganz komisch. Man kann doch eigentlich beim Wandern speichern. Doch hier ist ja, ein perfekter Platz. Das soll halt nur kein Gegner in der Nähe sein eigentlich. Er sitzt doch dann, wenn du lädst, einfach nur rum und ja, so. Eben. Das ist doch alles schon. Hier geht das doch jetzt. Na, endlich. Ja, speichern. Das war aber komisch. Denn so. Wir sind seit 10 Minuten oder so, sind wir längst durch. Wir haben auch abends, also wir sind auch körperlich durch. oder? Es ist doch so. Ja, auf jeden Fall. Das ist ermüdend, dieses Rumlaufen und dann in diesem Teer feststecken. Oh, das macht mir beim Zusehen jedes Mal Sorgen. Ja. Aber wir haben es und bald auch durch. Ja, wir kommen voran. Im wahrsten Sinne, wir spielen das jetzt durch, wir ziehen das jetzt durch, diese 2 Jahre Verspätung. Mir doch egal. Wir haben gesagt, wir machen das, wir haben nur nicht gesagt, wann. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war der gestrandete Tod. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.